er zum äh, Plankenschlag, Ich glaube Nummer 38. Ich weiß es nicht genau. Mit folgenden Gästen. Wir haben heute echt besonderen Gast. Hallo. Sind wir, schon, sind wir schon zu sehen? Hallo? Ich weiß es nicht. Sind wir, oh Gott, wir sind zu sehen. <laughs> wow! Hallo! Sally ist heute in Schwarz-Weiß. Äh, ja. Die Geschichte dazu muss ich kurz aufklären. Willst du aufklären selber? Nee, ich hab's schon so oft erzählt. Ich habe mag okay. nicht mehr. Also Sali ist heute, äh, sie möchte so ein bisschen in den Oldschool-Look gehen und Schwarz-Weiß-Film machen. Sie wird wahrscheinlich auch zwischendurch ein paar Zettel hochhalten, wo so Reaktionen draufstehen, wie man das damals gemacht hat in den 20ern, als man noch keinen Ton hatte. Das ist der Plan heute. Es wird so ein bisschen mal was anderes. Wir probieren mal ein bisschen was aus. Nichtsdestotrotz, was viel wichtiger ist, weil äh, Slapstick ist ja sowieso immer da und Sali auch. Wir haben heute zu Gast Vince Hand von Alternate. Ja, ich freue mich hier zu sein. Hallo. Stell dich doch mal ganz kurz vor, was du, so, was du so treibst, was du hier machst und was du hier überhaupt willst und worüber wir heute erzählen. Ja, was ich hier will, ist eine gute Frage. Also grundsätzlich, äh, Vincent ist richtig. <laughs> ähm, ich äh, bin manche kennen mich vielleicht schon vom äh, 25-Stunden-Stream bei Alternate. Also, ich bin bei Alternate äh, angestellt und bin unter anderem auch dafür zuständig, äh, mit Dizzy und anderen tollen streamern ähm, zu ko kooperieren. aber deswegen bin ich eigentlich heute nicht hier. denn das thema soll heute auch e-sports sein und ich bin seit äh, ungefähr drei monaten ähm, für unser league of legends team bei alternate ethics als teammanager tätig. genau. und da habe ich einige spannende einblicke, die ich vielleicht heute mit euch sprechen darf. Was wirklich cool ist, weil äh, man hat ja nie wirklich äh, den Blick hinter die Kulisse, sondern sieht eigentlich immer nur äh, die fünf humble die vor dem Bildschirm sitzen und äh, auf die Tasten. Oh Gott, jetzt habe ich alles zugemacht. Upsi. Wow. <laughs> oh! Wow. Okay, die nur auf die Tasten hauen. Aber bevor wir reingehen, äh, Sali, Slappy, wie ist es euch ergangen? Wunderbar. Einsame Spitze. Oh Gott, die, die ich habe Horizon, ich hab Horizon äh, auf 100% durchgespielt. Es Echt? war, ja, ich habe die Platin mir geholt. Es war ein Fest, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, habe um die 66 Stunden mir Zeit gelassen für den ganzen Spaß. Und ähm, ja, es war wirklich wundervoll. Habe ich viel Spaß gehabt. Gerade so ein bisschen jetzt erstmal kurz äh, zwei, drei Tage mal ohne Story Games verbringen, das tut mir auch gut. Und äh, ja, ansonsten hat mich der Frühling in der Hand. Äh, die Pollen sind da und, 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 aber alles gut. Ich hab dich vermisst. Du warst Wen? ja nicht da. Ja, du. Ey, wie? Was? Ja, Wo? Wie? du warst war ja weg. Da. Du warst weg. Ich war hier und du warst nicht da. Du warst weg. Ich, ich, ich war zwei... Einen Tag war ich nicht da. Ja, das war so lang. Ich dachte, du meinst letzte Woche, aber da hast du das ja noch nicht gesagt. Also Nein. irgendwo flunkest du mich jetzt an hier. An irgendeiner Stelle. Nein. Äh, ansonsten habe ich nichts. Ja, alles äh, ne? ein Haufen Spiele, der sich hier stapelt und ich ähm, komme nicht hinterher. Mir Automata noch nicht gespielt, Mass Effect noch nicht gespielt, bla 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 noch nicht gespielt. Ich, äh, es stapelt sich. Bei mir genauso. Ich bin jetzt bei bald 100 Stunden im neuen Zelda. <laughs> <laughs> Und ähm, es ist immer noch das beste Spiel, was dieses Jahr rauskommen wird. Mit Abstand. Wie viele Stunden wirst du denn noch vielleicht da drin verbringen? Hm, nicht mehr so viel. Ah. Zehn vielleicht noch oder so. Also, also die einen 100 Stream. werden wir Ach, knacken. Nee, was? <laughs> was? Ein Stream. <laughs> ein Stream, ja wahrscheinlich. Ja, jetzt, jetzt, also. <laughs> also, also ich habe ich habe wirklich noch nie ein Spiel gestreamt. Und ich mache das jetzt schon bald seit drei Jahren, dass mich nach 80 Stunden immer noch so fesselt, dass ich da irgendwie nicht aufhören möchte zu spielen. Normalerweise ist das so, wenn du 50 Stunden in einem Spiel hast, dann geht's so langsam, denkst du dir, ja, jetzt könnte mal das Ende kommen. Äh, nee, bei dem nicht. So, du hast immer noch irgendwas zu entdecken und es ist ein unglaubliches Spiel, wirklich. Ich wusste gar nicht, dass du so ein extremer Fanboy bist. Ne? Nee. nee, normalerweise halte ich mich sehr bedeckt, was meine nintendo fanboy ähm, Ja, das da merke ist, ich mein in jedem Plankenschlag immer. Äh, äh, Ja. Wann, wann, wann war denn das? Das ist immer dann, wenn ich nicht hier bin, oder? Ja, war, wahrscheinlich. Ah. <laughs> er ist so bedeckt. Nintendo? Ach, du spielst das? Das gibt nur auf Nintendo? Ja, ja. So. auf Nintendo. Okay. Wann willst du denn damit fertig sein? Ende des Jahres? So. Nee, diese Woche. Weil ich muss auch mal nia Automata eigentlich. Er macht spielen. doch noch zehn, zehn Stunden hat er noch, also das sind noch gute drei Streams. Also jetzt hat hier losgeht. hast du gerade scharf geschossen? Hab, hab ich, Chat, habe ich das gerade richtig? Hat Sadi gerade scharf geschossen? Ich weiß gar nicht, wie, du <laughs> wie sieht denn das bei dir aus, Vince? Also ich meine, du wirst ja wahrscheinlich nicht nur arbeiten. Äh, bist du selber noch so privat am zocken manchmal oder? Also tatsächlich äh, bin ich privat auch viel am arbeiten, aber ab und zu zocke ich auch noch mal ab und zu. Allerdings äh, wenig Singleplayer-Spiele tatsächlich, ähm, weil mir da so ein bisschen die Motivation fehlt. Ähm, ja, deswegen spiele ich hauptsächlich League of Legends und ab und zu auch mal ein bisschen Counter Strike. Ja, so kompetitive Spiele, wo ich mich mit anderen messen darf. Ja. Das sind so die Dinge, die mich aktuell bei Laune halten, wenn ich mal nicht äh, mit dem Doll-Team irgendwas mache oder ähm, um andere Angelegenheiten der Arbeit kümmere. Ja. Spielst du selber mit deinem Team zusammen? Ab und Nein, um Himmels Willen. <laughs> <laughs> <Nein. lacht> Nanu? Also Was? Ich, ich, ich doch, ich habe tatsächlich ein Spiel habe ich mal mit einem meiner Spieler gespielt, halt so ein äh, Normal-Game nennt man es. Ja. Ähm, das war wirklich sehr beeindruckend, weil äh, es war so, ich wurde mit Gegnern äh, in ein Spiel geworfen, die absolut viel zu stark waren für mich. Ähm, und er hat dennoch am Ende alle komplett wegrasiert nennt man das, glaube ich, in, Fa in Fachkreisen. <laughs> und, also, äh, äh, ja, das, das, das war wirklich, äh, muss ich sagen, äh, super beeindruckend, weil man da einfach mal gesehen hat, was der Unterschied zwischen einem guten Spieler in einem Spiel ist und einem Pro-Spieler. Also das ist wirklich, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man zum Beispiel mal ein Spiel wirklich viel gespielt hat und dann so bei LOL ist man dann in der Challenger-Riege unterwegs oder Master, solche Geschichten. Und selbst da gibt es noch riesige Unterschiede, was den Skill der Spieler angeht. Und. Ähm, das liegt einfach daran, wie der Fokus dieser Spieler aussieht, nämlich 100% sich aufs Spiel konzentrieren. Weil damit verdienen die im Endeffekt ihr Geld, die Besten zu sein. Ja. Aber selbst was, spielen mit denen ganz, ganz selten. Ja. Was hast du denn für Ränge, für wenn du so ein Competitive-Typ bist? Also in Counter-Strike bin ich, glaube ich, äh, Distinguished Master Guardian. Also der ist Keks. das Holz oder was? Nee, das ist. Nee. Das ist so, das ist so. Nicht ganz so scheiße. Ach so. Ja. Aber okay. also ich kann, ich kann, ich spiele eine Map. Ja. Das zwei, das zwei Forever. Und ähm, ansonsten bei League of Legends bin ich aktuell, glaube ich, Gold. Ja. Aber das liegt auch einfach da. Ich spiele momentan wirklich sehr, sehr selten. Also es kommt mal vor, dass ich äh, mit meinem Arbeitskollegen so meine zwei, drei Stündchen in der Woche abreiße und dann ist das auch wieder fast schon zu viel gewesen. Ja. Wie war das jetzt in League nochmal? In Gold. League. Ja. Gold. Gold. Gold! Das ist tatsächlich super schlecht. Also ja, ist no gutes offense. Mittelfeld, gutes ja. Mittelfeld, oder? Ja, ja, ja. Das ist gutes, gutes äh, Mittelfeld. Komm aber ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich, also dadurch, dass ich viele Trainingsmatches von meinen Jungs äh, gucke und auch äh, viel mit denen im, im Bootcamp jetzt zusammen war, ich habe mich schon stellenweise, was Game Knowledge angeht, deutlich verbessert. Also ähm, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, dass es das so schnell geht, aber ich habe tatsächlich einiges schon dazu gelernt das ist. Äh, ähm. Der Altersdurchschnitt ist hier ein bisschen höher. Spielkenntnisse. Ne? Ja, Entschuldigung. Übersetzen ja, ist ja. Ja kein Problem. Das, ist, das ist übrigens auch ganz schlimm. Die sprechen alle Englisch. Ne? Also, es liegt daran, wir haben drei Deutsche <laughs> und zwei Dänen im Team. Das bedeutet, wir kommunizieren eigentlich grundsätzlich nur auf Englisch und da schleicht sich dann auch dieser, dieser Denglish-Slang bei mir ganz schnell ein. Also, ihr müsst mich dann bitte unterbrechen und ähm, auch gern mit Faustschlägen dann zur Besinnung bringen. Nee, wir übersetzen das einfach. Oder so, ja. Das genau. ist ja kein Problem. Ja, super. gut. Wir machen eine Anglizismen-Challenge. Ja. Ein Stream ohne Anglizismen. Oh ja. Es ist einfach, eigentlich. Du hast um, Stream gesagt. Du hast Stream gesagt. Ja. Du bist Was? raus. Stream gibt es kein deutsches Wort für. Ja klar. Echtzeitübertragung, nee. hallo? Ja. Mhm. Live ja. ja, Echtzeitübertragung, stimmt. Natürlich. Ich komme gleich, ich mache dir gleich mal eine Echtzeitübertragung. <laughs> Eierkopf. Hey, Ey. Aber wie ist denn euer Kontakt zum E-Sports eigentlich, äh, Sali und, und Slappy? Habt ihr da irgendwie Kontakt zu? Gar nicht? Oder nur Zelda den ganzen Tag? Und... Äh, gar Obwohl, nicht. In, der, der, in Switch... der Schweiz gibt es das, glaube ich, nicht so. Also nicht so, so, nicht, e nicht so nicht so. Nicht so. Doch, es gibt Schweizer Team. Ich weiß gar nicht, wie groß ist überhaupt E-Sport in Deutschland. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da gar nicht äh, involviert irgendwie oder oder ähm, wüsste, wie groß ist überhaupt E-Sport. Kann man von, von E-Sport überhaupt in Deutschland leben? Kann man da überhaupt was mit verdienen? Gibt's das oder machen das nur Jugendliche in ihrer Freizeit? Weil für mich ist das so eher, ich, ich kenne das aus den asiatischen, ne? wenn die da äh, LOL auffahren, dann ist das da aber, da brennt die Hütte. Das ist ja gigantisch, was die da auffahren. Und bei uns im, in, in Deutschland habe ich das erste Mal auf der Dreamhack so ein bisschen ähm, das, mal live das miterleben können, was einen sofort in den Band zieht. Also, ich, ich schaue kein CSGO, aber da bin ich da geschaut so, oh, mhm. ne, und habe dann doch mal zugesehen und fand das äh, sehr spannend. Also, es, ich lasse mich sehr schnell begeistern, aber ich weiß gar nicht, dass das überhaupt. Ähm, hat das einen, einen, einen nennenswerten Stellenwert in Deutschland? Naja, also Schalke 04 hat jetzt auch ein E-Sport-Team. Das heißt, so in knapp 55 Jahren werden die vielleicht auch mal was gewinnen. Ja, 45, <laughs> Das ist eben das, was ich ja gerade frage. Das ist, ich habe da, weil ich, weil ich es einfach überhaupt nicht weiß. Ich bin ein absoluter Noob in der Hinsicht. Und wie oft sind da Turniere? Hat man da überhaupt die ganze Zeit was zu tun als E-Sportler? <laughs> wie wäre es, wenn, wenn wir mit also, einer Frage anfangen? Ich wollte gerade sagen, das sind so viele Fragen, die äh, <laughs> gerade durch meinen Kopf schießen und ich versuche gerade die Antworten alle hintereinander zu legen, aber ähm, Entschuldigung, das, sind die, das ist das, was mir jetzt gerade durch den Kopf geschossen ist. Mach doch lesen. einfach so eine draus. Ich würde einfach mal eine, eine jetzt rausfiltern und zwar, okay. ähm, was für einen Stellenwert hat E-Sports in Deutschland? Weil da kann man viel drum rumspinnen. spinnen. Ähm, tatsächlich äh, ist, e also ist Deutschland ähm, so in der Historie gesehen, eigentlich ein historienreiches E-Sport-Land. Das begann damals, äh, vor allem in Counter-Strike-Zeiten, mit den Clans Mausboards. Äh, SK steht übrigens für schrotkommando Also, äh, wer sich wundert, SK Gaming ist mittlerweile eine der größten E-Sports-Organisationen der Welt. Schröd-Kommando oder Schrot-Kommando? Schrot. genau genau. Hießen also nicht Schröd-Kommando? Hast nicht Schröd-Kommando? Nee, ich glaube schrotkommando Vielleicht bin ich auch wieder falsch informiert, aber wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall eine der ältesten deutschen Organisationen so. Und ähm, es gibt viele deutsche, ich nenne es mal einfach mittlerweile Unternehmen, ähm, die sich in Deutschland mit E-Sports befassen. Ähm, und natürlich, wie in jeder anderen Sportart, ist es mittlerweile so, dass ähm, in deutschen Organisationen nicht unbedingt ausschließlich deutsche Spieler spielen. Also da spielen dann auch ähm, europäische, auch koreanische Spieler, äh, aber auch eben in, in deutschen oder in europäischen Ligen. Also grundsätzlich. Ähm, der Stellenwert in Deutschland, was E-Sports angeht, dadurch, dass wir so große Organisationen hier haben, unter anderem auch Alternate Ethics, um das mal nicht zu vergessen. Also, uns gibt es auch schon seit 2003, ähm, eigentlich auch so mit ähm, in den Entstehungsjahren des E-Sports, haben wir äh, auch gesagt: Okay, ähm, da wollen wir daran teilhaben, weil für uns als jemand, der Hardware verkauft bei Alternate und jeder Sportler oder jeder, jeder Spieler braucht nun mal Hardware, um da zu zocken da haben wir gesagt, ja, da werden wir bekannt durch. Und das ist dann tatsächlich auch so gekommen. Also viele, ähm, und auch ich selbst habe Alternate durch den E-Sport kennengelernt. Ja. Übrigens, das heißt Schrödkommando, seit an. Okay, gut. Dann äh, entschuldige ich mein Halbwissen. Ist okay, ist kein Problem. Aber, du bist ähm, ja auch bei Alternate Addicts, so da muss man die Gegner ja nicht kennen. Gut, ja, der, der, der Chat hilft auch. Äh, danke an Scars, der ist da in der cs noch auch ein bisschen besser verwurzelt als ich. Ähm, ja, aber grundsätzlich ähm, könnte der Stellenwert in Deutschland auch ein bisschen höher sein. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass E-Sport zum Beispiel kein, keine anerkannte Sportart in Deutschland ist. Also in vielen anderen Ländern, Ländern um uns herum, Skandinavien etc., ist E-Sport im Endeffekt eine Sportart, die auch gefördert wird. Und in Deutschland sagt die Politik aus auch historischen ähm, gegeben, vergangenen Ereignissen, dass. Ähm, vor allem diese Killerspieldebatte und so weiter, da zieht sich die Politik halt noch sehr, ähm, E-Sport als Sport zu bezeichnen und dadurch halt auch die entsprechenden Vorteile ähm, zu bieten und auch Rahmenbedingungen, wo dann gewisse Dinge geregelt werden, sodass zum Beispiel Spieler tatsächlich ähm, sicher ihren Lebensunterhalt davon finanzieren können. Ja? Weil aktuell. Es nicht wirklich geregelt. Wie wird ein Spieler bezahlt? Was für Rechte hat ein Spieler? Äh, all solche Geschichten. Es ist äh, von jeder Organisation zu Organisation sehr, sehr unterschiedlich und ähm, ja, da unterscheidet sich auch in Professionalität. Und ja, da ist es für Spieler auch sehr schwierig in Deutschland, sich ähm, fokussiert auf das zu konzentrieren, was sie nämlich machen sollen, nämlich gut spielen, sondern sie müssen immer damit rechnen: Ach ja, in einem Monat könnte ich schon wieder äh, kein Gehalt bekommen, weil meine Organisation gerade keine Sponsoren hat, pleite ist oder einfach keinen Bock hat, mehr Gehalt zu zahlen. Also all solche Geschichten sind halt Probleme, die in der deutschen E-Sport-Szene durch die ja nicht vorhandene Unterstützung der Politik ähm, aufkommen. Hm. So. Organisationen denn, sind jetzt Teams oder? Genau, also Organisationen, früher hat man das Clans genannt, hm. mittlerweile geht das halt einfach darüber hinaus. Ein Clan ist für mich halt einfach eine, eine Gruppe von Menschen, die sich zusammentrifft und halt fünf irgendein Spiel spielt. Und ähm, das hat, war so der Anfang von organisiertem äh, Spielen im Endeffekt und Organisation ist halt mittlerweile, da steckt halt viel mehr, viel mehr dahinter. Also da geht, gibt es Leute, die sich darum kümmern, Sponsoren zu äh, beschaffen. Dann gibt es Leute da, die sich darum kümmern, ähm, dass ein Team von A nach B kommt auf äh, Reisen, wenn sie zu Events fahren müssen und all solche Geschichten. Und äh, das gab es früher einfach alles gar nicht. Das haben die Teams selbst gemacht. Da hat äh, dann ein Spieler sich darum gekümmert, okay Jungs, wir fahren hier äh, nach Polen zu einer LAN. Wir brauchen ein Hotel, ich mach das mal und dann mieten wir noch einen Bus. Und ähm, ja, also solche Geschichten wickelt jetzt halt eine Organisation oder man kann es auch fast Verein nennen ähm, ab. Ja. Wie fragmentiert ist denn die Szene so als solche? Also gibt es sowas wie eine große Liga in Deutschland, in der dann alle spielen pro Spiel, oder gibt es mehrere Verbände, wie jetzt zum Beispiel beim Wrestling, irgendwie so WWF, mm -hmm. WBA oder wie die heißen? Also Verbände würde ich sehr begrüßen. Es gibt äh, eine unfassbare Vielzahl an Ligen, also das, dadurch auch, dass es so viele Spiele gibt, die im E-Sport natürlich ähm, erfolgreich sind. Also es gibt League of Legends, es gibt Dota 2, es gibt ähm, Counter-Strike natürlich, dann gibt es auch Hearthstone, Overwatch und alles so Titel, ähm, die äh, ja, E-Sports fähig sind im Endeffekt. Und dadurch entsteht eine riesige Anzahl von Ligen und der gemeine Zuschauer und auch äh, ich als Manager. Ich bin froh, dass ich äh, bei League of Legends, ich spreche jetzt einfach mal nur von League of Legends, ähm, dass ich da unterwegs bin, weil da macht der Spieleentwickler Riot selbst sehr viel. Also die obersten Ligen werden alle vom Spielehersteller gemanagt mhm. und ähm, dadurch ist da auch eine relativ, ähm, ja, ich sag mal, Rahmenprogramm für den Zuschauer auch vorhanden, dass der weiß, okay, das ist die zweite Liga, das ist die erste Liga und das, der Stellenwert ist da einfach sehr klar definiert. Bei Counter-Strike zum Beispiel ist das, also ich blicke teilweise selbst nicht durch, wo, an welchen Turnieren wir da überall teilnehmen. Ähm, da gibt es äh, die äh, E-League, dann gibt es natürlich die Electronic Sports League, also die ESL. Das ist also, also würde ich sagen, schon noch äh, die größte Liga, die halt auch für viele andere liegen das Management übernimmt und solche Geschichten. Ähm, ja, dann gibt es äh, eben die Major Events. Das ist dann entweder eine ESL One oder äh, Intel Extreme Masters. Also was ist jetzt der Unterschied zwischen ESL One und Intel Extreme Masters? Es ist einfach sehr, sehr fragmentiert, was also Turnier Turnierstrukturen angeht, aber das unterscheidet sich halt von Spiel zu Spiel und wie der ähm, also der Spielentwickler Riot beispielsweise, der vergibt einfach auch äh, Lizenzen für Streams etc. Das macht jede andere Liga auch. Ähm, aber dadurch hat man zum Beispiel auch nicht einen Kanal, wo man einschaltet, wenn man sagt, okay, ich möchte Counter-Strike sehen oder ich möchte gutes Counter-Strike sehen, sondern es gibt für jede Liga eigentlich einen eigenen Kanal auf Twitch. Und das macht es halt für den Zuschauer auch immer ein bisschen schwierig, ähm, sich da zurechtzufinden und zu, zu sehen, okay, wo muss ich jetzt hin, wenn ich gutes Counter-Strike sehen will. Ja. Klar, die großen Events, die werden dann auch gefeatured im Game Launcher und so weiter, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall meiner Meinung nach viel Verbesserungspotenzial, was den E-Sport einfach kommerzieller und möglicherweise auch erfolgreicher ähm, in der Allgemeinheit machen könnte, weil aktuell sind, befinden wir uns natürlich immer noch in einer sehr in einer Nische, würde ich sagen, was Sport angeht, auch wenn die Preisgelder mittlerweile nicht mehr nischenartig sind. Also das muss man auch ganz klar sagen. Wenn man sich vorstellt, bei einem Dota-Turnier die International, ähm, da ist das Preisgeld, glaube ich, letztes Jahr bei 20 Millionen gewesen. Und der erste Platz nimmt 9 Millionen US-Dollar mit nach Hause. Also da träumt ein Volleyballspieler sein ganzes Leben lang von. Ja. Das würde er wahrscheinlich Und, sein ganzes Leben lang nicht verdienen. <laughs> genau, genau so ist es. <laughs> Ja. Es ist horrend, aber äh, ich denke mal, dass, äh, das hat ja auch viel damit zu tun, dass ja auch, äh, sage ich mal, einige Filme darauf aufmerksam geworden sind. Wenn man mal, ich glaube, bei Riot mittlerweile war Nissan schon mal dabei, Coke war schon mal drin, oder? Das sind ja auch nicht alles namenlose. Also. Ja, also die Sponsoren schlafen da definitiv auch nicht. Die sind, sind natürlich auch darauf aufmerksam geworden, dass die Zielgruppe eine super interessante ist, weil es eine sehr junge Zielgruppe ist, die noch sehr, sehr lange Geld ausgeben wird. Ähm, und dementsprechend, also Audi beispielsweise hat jetzt momentan das erfolgreichste Counter-Strike-Team Astralis als Hauptsponsor übernommen und äh, testet da jetzt einfach mal aus, wie sich das so entwickelt. Und ich meine, Audi, welcher, ich sag mal, die Zielgruppe von Esports ist so 14 bis 25, vielleicht auch ein paar Ältere, die damit aufgewachsen sind, aber welcher äh, 18-Jährige kauft sich direkt einen Audi? Ja, also da merkt man schon, die versuchen halt einfach ihre Marke bei ganz, ganz vielen jungen Menschen die potenziell irgendwann mit 30 Jahren sich mal einen schönen A6 kaufen wollen, äh, zu etablieren. Ja. Was ja auch nicht schlecht ist. Was ist ja, yeah. ja, sowohl für, für beide Seiten, das ist ja gut. Ja, das ist super. Ich meine, da, da, durch solche Sponsorships profitiert der E-Sports ungemein, weil dadurch ähm, wird in so einer Organisation zum Beispiel einfach äh, Professionalität entwickelt, dadurch, dass einfach viel Geld verwaltet werden muss. Und da kommen dann auch Leute mit ins Boot bei solchen Organisationen, die sich einfach da, damit auskennen, wie ich Geld verwalte. Ja. Also, solche Geschichten sind zum Beispiel auch sehr wichtig. Und ähm, das ist halt bei kleineren Organisationen, die halt so im Amateurbereich, ich nenne es mal Amateurbereich unterwegs sind, ist das halt immer ein bisschen schwierig. Weil da wird zum Beispiel mit einem Sponsor dann einfach kein Vertrag abgeschlossen und plötzlich heißt es, der Spieler möchte sein Headset haben, aber er bekommt es nicht. Weil der Hersteller sagt: Ja, Entschuldigung, äh, ich habe keinen Vertrag vorliegen, kann ich mich nicht daran erinnern. Also, solche Dinge passieren einfach ständig. Und. Ähm, das geht auch bis zum Gehalt der Spieler. Und äh, das ist meiner Meinung nach ein riesiges Problem, was in E-Sports, also so in der Amateurebene, das passiert nicht mehr in den, in den größten Clans oder Organisationen, aber da, wo eigentlich Talent gefördert werden soll und auch Leute herangeführt werden sollen, die davon ihr Leben, ihren Lebensunterhalt irgendwann mal verdienen wollen, ähm, da gibt es einfach sehr viel Verbesserungspotenzial. Und, ja. Deswegen ist es aber schön, dass die Großen es jetzt vormachen, wie es funktioniert, wie man schöne Sponsoren äh, an Land zieht. Und ich kann nur hoffen, dass sich das ähm, irgendwann nach unten einfach durchzieht. Also das wäre schön. Ja. Mm. Um, Kons konsumierst du dann, ähm, Slabby, konsumierst du E-Sports oder eher weniger? Gar nicht? Ich gucke mir schon mal die International an. Dota, aber ich habe mit dem ah, mit dem Spiel nichts zu tun. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert, weil ich nie League of Legends oder sowas gespielt habe selbst. Ich gucke es im Prinzip nur wegen den geilen Kommentatoren, weil die einfach äh, die Finals so rausholen. So, das ist mein, mein einziges, wo ich irgendwie mit reinkomme. Sonst habe ich echt keine Ahnung, aber ich bin auch nie mit Multiplayer-Spielen aufgewachsen, halt. Und hatte da nie wirklich den Bezug zu. Aber ich finde das sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Und ich beobachte das immer so von der von der, wie erfolgreich wird das so langsam, aber ich würde mir das sehr, sehr gerne wünschen. Und mal Spaß beiseite so, ähm, wenn so Teams wie eben Schalke oder so halt in reinkommen in, in äh, den E-Sport, dann begrüße ich das natürlich, weil das heißt, dass es da auf jeden Fall ähm, Potenzial gibt. Und ich würde mir schon League. wünschen. Das wäre geil, später. Champions, Champions, Champions League. League, ja. Richtig schön gebrandet oder Bundesliga oder so. Ja. Mhm. Yeah. Das, das sind halt genau die Dinge, die halt im Endeffekt fehlen, wo dem Zuschauer klar ist, das ist das Nonplus Ultra, das ist die höchste nationale Liga oder wie auch immer. Und ja, schauen wir mal, wo der Weg hingeht. Ja, aber ich glaube ja nicht, nicht dass es gibt so viele talentierte Leute. Ich meine, ihr müsst ja auch irgendwie ein bisschen Scouting betrieben haben, schätze ich mal. Äh, gibt es so viele talentierte Spieler, dass man sagen könnte, okay, hey, wir kriegen 16 Teams zusammen für die nationale Liga? Ich würde sagen, ja. Definitiv. Ja. Gibt es mittlerweile wirklich so viele? Also, das große Problem ist einfach, ähm, man kann Talent im E-Sport sehr viel durch ähm, Training ausgleichen. Also, das ist tatsächlich im E-Sport möglich, wenn man äh, sich wirklich darauf fokussiert und täglich sein Training absolviert, dann kann man einer der Besten werden. Ähm, natürlich, Talent hilft immer. Aber auch im Profifußball beispielsweise spielen in der ersten Liga Spieler, die nicht unbedingt hundertprozentig talentiert sind und nicht jeder ist ein Lionel Messi, ähm, sondern die, die waren haben halt einfach nur paar... günstig. Die haben ins Pensum gepasst. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, es, man braucht halt einen gewissen Grad an talentierten Spielern und einfach auch die Arbeiter, die wirklich in der Lage sind, 12, 13, 14 Stunden am Tag äh, sich voll auf dieses Spiel zu fokussieren und Trainingsstunden abzureißen. Und äh, beispielsweise einer der besten League of Legends Spieler, äh, Faker, der hat mal ein Interview gegeben und der sagt: Wenn ich nicht zwölf Stunden am Tag spielen würde, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und das ist ganz einfach. Harte Arbeit zahlt sich irgendwann aus. Und auch ich glaube, dass wir äh, in Deutschland auch ein paar hart arbeitende Kids haben, die Bock darauf haben. Das Problem ist nur, es muss dann eben, wir sind halt in einer sehr starken Leistungsgesellschaft hier eingebunden. Nach der Schule ist ganz klar, du machst eine Ausbildung oder ein Studium. Und wenn du nichts machst, dann hast du ein Problem. So, und aber genau an diesem Punkt, müssen die E-Sportler werden und ähm, auch was kommt nach dem E-Sport all solche Geschichten das ist super super schwierig weil nehmen wir an du machst E-Sport das macht man meist so sechs sieben Jahre und dann hat man eigentlich den Zenit schon überschritten und ist zu alt also weil dann kommen die Jungen wieder nach und die haben bessere Reflexe kennen sich besser aus haben einfach weiß ich nicht ähm, und dieser Zeitraum in dem E-Sport einfach praktiziert wird ist äh, ein super schwieriger weil im Endeffekt wird da der Grundstein für deine Zukunft gelegt und dass das überhaupt nicht geregelt ist in Deutschland, ist das große Problem, warum wir wenig äh, gute Spieler momentan tatsächlich hervorbringen. Weil die Spieler sich sagen: Okay, ich muss an meine Zukunft denken. Ich kann nicht einfach jetzt mich für fünf, sechs Jahre ausklinken aus der Gesellschaft, weil so ist es nun mal, ähm, und E-Sports betreiben. Also, das können die wenigsten. Also, unsere Spieler, bei denen funktioniert das, die verdienen. Äh, Grundgehalt, was ausreicht, um damit ein Leben zu bestreiten. Und grundsätzlich ist es bei uns beispielsweise auch möglich, dass unsere Spieler nach abgeschlossener E-Sports-Karriere bei uns in, bei alternativer Ausbildung machen oder solche Geschichten. Ja. Das ist also, okay. Ja, das ist also, das, super. Das wird in der Regel angeboten. Natürlich muss der Spieler da auch Bock drauf haben. Also wir sagen jetzt nicht, äh, ja. aber natürlich, was man auch dazu sagen muss, die ähm, E-Sports-Branche die e wächst und natürlich findet man auch dann äh, im E-Sports-Bereich möglicherweise einen Job äh, als Teammanager oder Sonstiges. Ähm, aber auch dafür braucht man halt in der Regel einen gewissen Background, der eine Ausbildung oder ein Studium voraussetzt, weil wir wissen alle, wenn Audi ein Sponsorship macht und dann sitzt da äh, ein ehemaliger Spieler, der vor, vorher nur League of Legends gespielt hat, der wird mit diesem Geld nicht umgehen können. So. Und ähm, ja, da befinden wir uns tatsächlich an einem, an einem schwierigen Punkt, ähm, dass einfach klar sein muss, das ist ein Sport, ein Leistungssport, der betrieben wird und danach muss es möglich sein, ganz normal ins Leben wieder einzusteigen für die Sportler. Und in der Zeit, wo sie sportlich tätig sind, muss auch der Lebensunterhalt garantiert, gesichert äh, sein, damit sie sich einfach darauf fokussieren können, die Besten der Welt zu werden. Also ich habe das hab ich letztens ich gesehen gehabt, entschuldige, hm? äh, in, in Südkorea gibt es ja sogar äh, Schulen äh, für, für LOL. Das war super interessant. Uh, ne, weil er gesagt hat, ja, ja, also am Tag die zehn Stunden, das ist ganz normal, das, das trainiert da und äh, zwischendrin hat er dann mal, mal eine Stunde Freizeit, ne? Dann trainiert er weiter und äh, das ist, aber da wird das auch gefördert. Das ist aber auch, ich meine, in Südkorea ist, glaube ich, das Zuckerland überhaupt. Ne? Die sind ja da. Das ist, äh, dass das hier bei uns noch nicht so angekommen ist, ist aber auch ein bisschen noch, glaube ich, ähm, eine, eine Generationsfrage. Ich meine, in, in, in meiner Generation jetzt schon so spät. Genau. Üb spät. Üb spät. Da, da ist das, äh, da kann man was damit anfangen. Aber wenn ich jetzt mit meinen Eltern darüber spreche ne, und sage, ja, ja, hier, da bist du im Internet und da kannst du da, äh, du verdienst mit, mit Videospielen Geld, dann macht meine Mama mhm. Mhm. Ich guck mir das mal an. Ach, das ist ja hübsch, Kind, schön. Aber ähm, so richtig, ne? es, 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 es fehlt so ein bisschen das Verständnis dafür, was passiert da eigentlich. Und ich glaube aber, dass sich das in den nächsten 10, 20 Jahren, ne es, es rutscht ja immer nach. Und da wird das, äh... glaubst du nicht? Achso, Ach weil die sie gerade so den Kopf schüttelt. Ja, ich war nur gerade, ich habe auf den Chat reagiert und so. dann zu <laughs> dir so und dann kam das dabei raus. Ah, okay. Ich glaube, dass das in den nächsten äh, Jahren und wie man jetzt eben sieht an diesen. Ähm, Sponsoring von, von Audi. No, geht voran. Ist das nicht toll? Ich, ich, ich selber als Zocker freue mich da wahnsinnig. Hm. Dass das alles mehr kommt, dass das mehr Anklang findet, mehr Ser Ser Seriosität, weil ansonsten, ah, was? Du zockst die ganze Zeit? Ah, du wirst ja immer so beäugt und. und, und ah. Ich glaube, wenn das später, wenn das alles so ins Laufen kommt. Bezieht sich denn die Entwicklung jetzt nur auf Deutschland oder ist das? Im Allgemeinen in Europa und der, ich sag mal, westlichen Welt, jetzt im Vergleich zu Asien, eben, wo es halt schon ein bisschen weiter ist in manchen B Bereichen? Nee, ich würde das tatsächlich, also ich, ich habe wenig Informationen, was, was genau an Förderung um uns herum passiert, aber ja. ich weiß, dass bei uns halt nichts passiert. Und in Amerika beispielsweise ist es so, dass du teilweise Stipendien für Universitäten bekommst, äh, wenn du ein guter Spieler bist. Also wenn du, äh, was weiß ich, bei Cloud9 oder sonst was bist, äh, und einfach talentiert bist, dann bekommst du halt Geld für die Uni im Endeffekt. So dass dein, deine Ausbildung, nachdem du fertig gespielt hast, im Endeffekt gesichert ist. Und ähm, ja, solche, solche Sachen sind halt einfach super entscheidend, damit sich ähm, das Niveau der Spieler einfach ähm, erhöht, weil die sagen können, okay, ich habe Sicherheit und ich kann mich darauf jetzt konzentrieren. Ja. So wir sind ja auch noch sein. relativ jung. Ich meine, wenn wir, wenn wir das jetzt mal hochrechnen, ich glaube, 2001 habe ich angefangen, Wolfenstein zu spielen, in Clans noch und mit LAN-Partys, die es wahrscheinlich heute nicht mal mehr, mehr gibt, also die LAN-Partys. Mensch, da haben wir, da haben wir alle von, von sowas geträumt, als wir noch ESL und Clanbase und sowas gespielt haben, ja, und ähm, ich glaube, die Ma also du wirst dich sicherlich auch daran erinnern, bin an die Zeiten, oder? Definitiv, ja. Und Im, Ke Im Keller mit restaurante und dann äh, hat man ja. zehn schwarze Brocken aus dem Ofen geholt, weil man halt gezockt hat. Ja? Das war herrlich. Das war die <laughs> beste Zeit ja. meines Lebens, muss ich sagen. Und wenn sich das heute anguckt, auf welchem Niveau wir halt schon unterwegs sind, also ich meine, ähm, wir müssen ja nicht über, über konkrete Zahlen äh, sprechen, aber das sind doch schon gute Gehälter, die die Spieler verdienen. Ja, also das hängt natürlich auch immer vom Erfolg ab der Spieler. Also ähm, ein Team, was halt in den obersten Ligen spielt, also in unserer Organisation, verdient automatisch natürlich mehr als ein Team, was in der Amateurliga oder in der, in der ESL Meisterschaft jetzt beispielsweise unterwegs ist. Ja. aber das sind Gehälter, ähm, von denen man sich äh, meiner Meinung nach eine drei wohnung leisten kann und auch ein Auto fahren kann. Also so würde ich das einfach mal einordnen. Ähm, und äh, da sprechen wir nicht von der höchsten Liga, ja? sondern da sind wir so im mittleren Bereich. Und ich denke, das ist ähm, ausreichend, um ja, sich in dieser Zeit des Lebens halt darauf zu fokussieren, der Beste zu werden. Und danach, wie gesagt, gibt es normalerweise bei uns die Chance, entweder bei uns auch im Clan mitzuarbeiten. Also ich weiß, äh, unser Deputy General Manager, ähm, der Niklas Timmermann oder Sliver. Der war früher Need for Speed-Fahrer äh, und war da sehr erfolgreich. Ich glaube, er war auch Weltmeister. Ich hoffe, ich habe nicht wieder falsche Informationen. Und der ist jetzt eben äh, quasi ja, mit Kopf von Alternate Ethics und arbeitet damit. Und auch diese Möglichkeit besteht. Der hat, der hat äh, auch ein abgeschlossenes Jurastudium mittlerweile, befindet sich im Referendariat, glaube ich. Also ist noch nicht ganz fertig, aber ähm, der hat gesagt, er möchte eigentlich nicht als Jurist, also. Als normaler Jurist praktizieren, sondern äh, möchte im E-Sports weiter tätig sein. Und ja, so kann die Entwicklung sein, dass man ähm, zwar irgendwo sich schon bildet, aber dann im E-Sports halt einen wichtigen Posten einnimmt. Jetzt muss ich was fragen. Ja. Wie ist denn das? Jetzt Jetzt, jetzt bin ich in, in, in der Blüte meines Lebens äh, 14, Bist du doch 14, 15 und, und, und halte mich selber also für, ne? ich merke selber, dass ich besser bin als die anderen. Mhm. Schicke ich dann ein? Ich meine, das Scouting stelle ich mir schon ein bisschen schwierig vor, weil ihr könnt ja schlecht bei denen zu Hause, weil er in der Bühne, hey, haben sie einen <laughs> Sohn oder eine Tochter? Ja, wie alt? Spielt die Go. lassen sie mich mal da rein. Ich, ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor. Wie, 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 wie kommt man denn jetzt ähm, ja. dahin? Kann man sich bewerben? Also, oder, es, genau. also es, gibt, es gibt die verschiedensten Varianten und ähm, normalerweise ist es tatsächlich so, dass es. Ähnlich wie im Fußball. Ähm, da werden Talente normalerweise entdeckt, wenn sie in ihren kleinen äh, Kreisligamannschaften oder sonst was äh, spielen und dann ähm, einfach Erfolge feiern. Äh, beispielsweise, man spielt bei einer ESL-Meisterschaft mit und äh, gewinnt. Völ völlig überraschend äh, die ESL-Meisterschaft. Das hat unser altes LOL-Team oder unser neues LOL-Team hat das jetzt zum Beispiel gemacht. Die waren der komplette Underdog und äh, auch noch nicht so bekannt ähm, und haben dann die ESL-Meisterschaft gewonnen und dann sind die tatsächlich auf uns zugekommen. Äh, der Manager damals, sie hatten schon einen Manager, das war schon organisatorisch relativ äh, gut ausgereift bei denen. Und der hat gesagt, okay Leute, ich, das Team kann viel, aber mit unserer Organisation kommen wir hier nicht weiter. Habt ihr Lust auf dieses Team? Und bei uns ist es tatsächlich so, wir sind ein. Äh, Einladungsclan im Endeffekt. Also normalerweise kann man sich bei uns nicht bewerben. Also man ist nicht 14 und schreibt an Alternate Ethics, Hallo, ich bin übrigens äh, der, der Super -Fragger XX. Ich würde gerne bei euch im Clan spielen. <laughs> ähm. HD 27. Sondern, sondern normalerweise gehen wir auf, auf Spieler zu oder auf Teams zu, die wir interessant finden, wo wir Entwicklungspotenzial, vor allem Entwicklungspotenzial sehen. Es ist zum Beispiel nicht so, dass wir hingehen und sagen, okay, oh ja, wir bekommen jetzt einfach das beste Team und dann haben wir ganz viel Spaß damit und gewinnen alles. Sondern bei uns ist es tatsächlich so, wir wollen Teams entwickeln. Also wir Wer die ESL-Meisterschaft gewonnen hat, der hat noch sehr, sehr viel Potenzial vor sich. Und ähm, ja, da versuchen wir mit diesem Team jetzt halt dran zu arbeiten. Aber äh, grundsätzlich ist auch zu sagen, mit 14 äh, kann man, glaube ich, in noch keiner Liga spielen. Also das ist tatsächlich äh, ab 16 in den meisten ah ja. Fällen. Das bedeutet, also da, da findet auch so ein gewisser Jugendschutz statt, äh, weil mhm. wenn, wenn man sich vorstellt, ein 14-Jähriger, da ist wirklich noch komplett. Ähm, in der Entwicklungsphase und wenn der plötzlich dann von einem Clan unter Vertrag genommen wird, was im Allgemeinen schon fragwürdig ist, ähm, dann könnte es da wirklich äh, arge Entwicklungsprobleme geben. Deswegen äh, 16 ist so eigentlich das Einstiegsalter, wo man dann sagen könnte, okay, ich möchte diesen, also das ist auch so für Spieler, die da draußen möglicherweise ähm, irgendwann mal diese Karriere einschlagen wollen. Ab 16 ist so das Alter, wo man sich entscheiden muss, wo man sagen muss, okay, ähm, ich möchte jetzt eine professionelle E-Sports-Karriere anstreben. Man kann das natürlich auch noch später machen. Also, das funktioniert auch, aber 16 ist so eigentlich das Alter, wo man darauf hinarbeiten muss, ähm, dass man das werden will. Also jetzt bei Hearthstone, glaube ich, muss man das nicht, aber ähm, bei Hearthstone nee, ist relativ, ja relativ, da, da ist das Alter ja anders. Und, aber ich genau. glaube so, du, du, nur um das kurz zu sagen, Dota, CS, League of Legends, äh, StarCraft und so, ich glaube, da wäre es ganz hilfreich, früh zu spielen. So ist es. Ja, also ich weiß zum Beispiel, einer unserer Spieler im LOL-Team, äh, Scarface, um ihn mal beim Namen zu nennen, äh, ein sehr netter Mensch, 17 Jahre jung momentan, äh, der hat mit elf Jahren angefangen. Und ja, und der hat auch angefangen damals mit elf Jahren in Bronze, also in der niedrigsten Liga, und hat sich dann nach und nach einfach verbessert, weil er gesagt hat, ja, ich will halt besser sein als andere. Und das ist so die Motivation eigentlich, die ein E-Sportler ausmacht. Er muss einfach besser sein wollen als alle anderen. will der Allerbeste sein, so nach dem Motto. Was spielen wir, also wie viel spielen die Jungs jetzt bei euch im Fall, wie, wie viel spielen sie? Müssen sie zum Beispiel, habt ihr eine Zahl, dass ihr sagt, okay, hey, ihr müsst acht Stunden am Tag spielen oder? Nein, also äh, diese Vorgabe gibt es an sich nicht. Natürlich achten wir einfach auf Trainingszeiten. Wenn jetzt jemand bei uns beispielsweise im, im Lernhaus, wir haben ja ein eigenes Bootcamp quasi, wo die Jungs sich einschließen können, Schlüssel wegwerfen können und sich nur auf Socken konzentrieren können, keine nervigen Eltern im Hintergrund, keine Schwester, kein Bruder, der nebenbei irgendwelche schönen Sachen wieder im Internet runterlädt. Und da achten wir natürlich schon drauf, dass wenn die hier sind. Dass die nicht da sind, um irgendwie ein Bierchen zu trinken, sondern dass sie da wirklich trainieren. Also da gucken wir dann schon äh, auf die, also grundsätzlich gibt halt, mache ich immer mal eine Auswertung, okay, wie viel, wie viele Solo-Queue-Spiele haben unsere Spieler gespielt, also quasi Standard Games. Ähm, und dann wird einfach, wird darüber gesprochen, guck mal, äh, so und so viele Spiele hast du gespielt, wie, war, wie beurteilst du deine Leistung in den letzten Tagen und woran könnte das liegen? Liegt das vielleicht daran, dass du nicht genug trainiert hast? Und äh, sowas ist halt schon, da, da entsteht natürlich ein gewisser Leistungsdruck, aber wir sagen nicht, okay, du musst unbedingt zwölf Spiele am Tag mit so und zu so vielen Stunden spielen, damit äh, du diesen Vertrag hältst. Also nein, natürlich nicht. Das sind alles Menschen, die äh, müssen auch ein Leben haben und äh, da wird auch ganz klar darauf geachtet. Also, dass wir da jemanden äh, drangsalieren, wird nicht, wird nicht passieren. Also so. das, ich weiß nicht, ob es jetzt gesagt worden wenn ich kurz. Äh? Ähm, ich weiß nicht, ob es gesagt wurde, aber wohnen die alle bei euch in der Nähe? Genau das wollte ich nämlich jetzt auch also. gerade fragen. Also, äh, es sieht momentan so aus, dass bei uns im League of Legends Team ähm, eigentlich geplant war, dass wir hier das komplette Team irgendwann mal einquartieren. Äh, dadurch, dass wir ein paar neue Spieler dazu holen mussten und einer unserer Spieler ausgeschieden ist, ähm, sind jetzt mehrere Spieler noch Schüler. Das bedeutet, die können gar nicht hier sein. Die gehen weiterhin normal zur Schule und das unterstützen wir auch ganz klar. Also, wir, wir sagen, abgeschlossene Schulbildung ist der Grundstein für alles, auch für E-Sports. Und ähm, dementsprechend haben wir aktuell zwei Spieler hier, ähm, die sich äh, quasi von zu Hause ausgeklingt haben und einfach in Ruhe trainieren wollen. Drei Spieler gehen eben zur Schule. Und ähm, dann haben wir allerdings auch das CSGO-Team. Da arbeitet einer, das bedeutet, die sind auch nicht alle zusammen. Also wünschenswert ist es grundsätzlich für uns, dass alle Spieler im, im Lahnhaus sind, zu fünft. Äh, man muss aber auch sagen, also um mal ganz ehrlich zu sein, unser Lahnhaus ist langsam in die Jahre gekommen. Also wir haben das damals gegründet, das ist bestimmt zehn Jahre her, elf Jahre her. Und ähm, damals war das was ganz Neues. Das gab es noch gar nicht. Ja? Eine Organisation, wo die Spieler schlafen, leben konnten und zocken konnten. Und mittlerweile hat sich das vom luxuriösen Standard in anderen Organisationen ähm, ja, entwickelt. In Sphären, da sind wir einfach ein bisschen hinterher. Und ich kann verstehen, dass dann äh, ein Team sagt, okay, wir kommen gerne für drei, vier Wochen. Aber ein halbes Jahr in dem Hausleben ist schwierig. Und da ist natürlich äh, Arbeitspotenzial und da kümmert sich halt auch unsere Organisation jetzt aktuell drum, dass wir da ja, auf den neuesten Stand der Technik kommen. Aber ja. ihr habt schon tausend ja? ja. <laughs> Nee, von, von der Leit von der Leitung träumst du, die, sie, die wir hier haben, feuchte Träume. Ja, Internettechnisch ja. Ja, 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 ja aber LAN habt ihr tausend wahrscheinlich schon. Also das werdet ihr voll gezogen haben, also LAN. Meinst, ja. ich, ich weiß gerade nicht, es was gibt du auch, es gibt, Bei LAN gibt es ja auch Unterschiede, ne? wenn ja, Rechner ja. untereinander kommunizieren. Ja, aber ja. das ist ja, das ist ja in, den, also in den Spielen heutzutage nicht mehr nötig. Das Nein, ja, ich weiß, aber vielleicht wollen sie ja Dinge kopieren, wenn du verstehst, wie ich meine, untereinander Festplatten austauschen. Äh, das ist vertraglich geregelt, das darf in dem LAN-Haus nicht gemacht werden. Oh, cool, finde mhm. ich gut. Dann, dann darf ich wieder... sie nicht LAN-Haus nennen. <laughs> nee, das ist dann keine richtige okay, LAN. Äh, nee, es okay. ist ein Gaming-Haus. Ja, okay. <lacht> Schön. <lacht> Was steckst du denn so an, an Arbeit rein? Die ist viel, wenig bescheiden. Was ich an Arbeit reinstecke, ja. ähm, ist schwierig zu sagen, weil äh, die Definition von Arbeit in dem Zusammenhang ist halt immer so ein bisschen schwierig. Also ähm, ich würde sagen, das sind in der Woche so zehn bis ja, 10 bis 15 Stunden, die ich äh, mit dem Team verbringe, neben meiner normalen Arbeit. Ähm, das sind aber teilweise zum Beispiel einfach so Sachen wie ähm, das WLAN im gaming House funktioniert nicht, mein Gehalt ist irgendwo verloren gegangen. Dann gibt es so Sachen wie, ähm, äh, wann kommt unser? Äh, wann sind die nächsten Turniere, also so Termingeschichten, darum kümmert sich eigentlich kein Spieler mehr. Das mache alles ich für die. Ich sage denen, okay, 19 Uhr, da und da müsste da und da online sein und dann wissen die Bescheid. Und all diese ähm, Terminregelungen auch mit ähm, Turnierveranstaltungen, das übernehme ich eben. Ähm, ja, dann halt, äh, wie kommen wir jetzt demnächst? Fahren wir nach Linz auf die Comic Con? Da haben wir uns qualifiziert zu den Comic Con Masters. Ähm, ein kleines äh, Offline-Turnier. Ähm, und ja, da, da müssen halt Menschen aus Dänemark eingeflogen werden. Der eine Däne ist allerdings gerade auf einem Schulausflug in Malaga. Das bedeutet, all solche logistischen äh, ja, Hindernisse. Müssen dann überwunden werden und geplant werden. Und gleichzeitig müssen wir noch einen Spieler aus Bayern abholen, den mitnehmen. Also, das, das sind so die Aufgaben, worum sich die Spieler halt nicht kümmern sollen. Das war früher mhm. so. Früher mussten sich die Spieler kümmern, okay, wie machen wir die Fahrgemeinschaften und das und das. Die kriegen eine Zeit, dann bitte aufstehen und dann packen wir sie ein und fahren sie hin und dann müssen sie nur ihre Tastatur und Maus auspacken und. Ja. Cool. Ähm, was wollte ich denn jetzt fragen, verdammt? Achso, habt ihr äh, eine Wechselbank? Also habt ihr Ersatzspieler, die dann einspringen können, weil, falls mal jemand in Malaga ist? Ähm, aktuell nicht. Also ja. es gibt, es gibt ähm, man kann relativ kurzfristig in der äh, League of Legends Szene, das hatten wir jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen in der ESL-Meisterschaft. Durch den Abgang unseres Support-Spielers mussten wir schnell einen Ersatzspieler bekommen, weil unser eigentlicher Spieler, den wir verpflichten wollten, noch keine Spielberechtigung für die ESL-Meisterschaft hat. Da gibt es halt so bestimmte Auflagen, die der Spieler erfüllen muss, wie auch immer. Aber grundsätzlich sind die Spieler halt auch sehr gut vernetzt in dem Bereich und die kennen, die kennen halt die guten Spieler unter sich. Und dann wird halt eben gefragt: Okay, kannst du für einmal bei uns aushelfen? Und das sind meistens Spieler, die noch nicht so auf dem Schirm sind, also die. Noch von keiner Organisa Organisation wirklich in Betracht gezogen wurden. Und für diese Spieler ist es halt eine riesige Chance, weil bei der ESL-Meisterschaft, da gucken auch andere Organisationen zu und sehen: Ach, guck mal, ähm, der Junge, der macht sich eigentlich ganz gut in einem etablierten Team. Vielleicht wäre das mal äh, der nächste Schritt für den, ähm, den mal unter Vertrag zu nehmen. Das sind dann nicht wir, aber das ist dann eben eine andere Organisation, die eben einen guten Supportspieler beispielsweise gerade sucht. Und ähm, so handhaben wir das in der Regel, dass wir äh, kurzfristig einfach Ersatz suchen, der. Noch nicht so bekannt ist, noch keinen Vertrag hat und der sich dann einfach präsentieren darf. Das wird, das funktioniert jetzt aktuell, weil wir halt in, einer in Anführungszeichen Amateurliga der SL-Meisterschaft spielen. Also, wenn wir, ich sag mal, das Ziel, was wir vor Augen haben, in die zweite Liga aufzusteigen, in die Challenger Series, wenn wir das geschafft haben, dann wird das nicht mehr so einfach sein. Und dann hat man normalerweise geregelte Substitutes, also Ersatzspieler, die man dann. Sollte ein Spieler mal auch krank sein. Das kann, kann natürlich auch vorkommen. Ein kranker Spieler kann eben kein E-Sport spielen. Mhm. Weil äh, wenn man sich, also bei, hat man gesehen, bei der letzten ESL-Meisterschaft tragen die Spieler einen äh, Brustgürtel, wo die Herzfrequenz gemessen wird. Ja, mhm. da äh, macht ein anderer einen Marathonlauf und der hat die Herzfrequenz dann. Also das geht hoch bis 180. Mhm. Ja? Und ähm, Aber jeden Morgen. Das ist nichts Neues. <lacht> <lacht> Schon beim Aufstehen geht's los. Arm. Weil es ja. gerade im Chat stand, äh, mal einfach so deine Einschätzung als als Teamchef von jungen Menschen. Denkst du, dass das fördernd ist äh, für das Leben, wenn sie schon äh, ganz am Anfang so bemuttert werden? Oder meinst du, das ist ein Problem? Ich meine, du wirst ja, du wirst ja schon also, den einen oder anderen kennengelernt haben. Sind die noch selbstständig? Schaffen die es noch sich, den Hintern alleine abzuwischen? Also grundsätzlich bin ich äh, ein Teammanager, der den Jungs nicht den Hintern abwischt. Also, die lernen bei mir, wie sie ihre Wäsche selbst waschen. Ähm, ich koche auch nicht für die, also habe ich auch tatsächlich keine Zeit für. Ähm, also solche Sachen machen die momentan zum ersten Mal. Ähm, auch Einkaufen gehen zum Beispiel müssen sie selbst machen, weil sie eben nicht mehr in äh, Hotel Mama leben. Also das sind tatsächlich Sachen, äh, wo ich sage, dass, das gehört zu einer Entwicklung eines Menschen dazu, wenn, dass ich weiß, okay, wenn ich einkaufen gehe, nehme ich am besten mal einen Sack mit, damit ich meine Einkäufe da reinpacken kann. Also solche Kleinigkeiten das sind, sind so Dinge, die die einfach lernen müssen. Ähm, Ansonsten, ja, also ich, das ist definitiv wichtig, darauf zu achten, dass die Jungs äh, trotzdem noch eine normale Entwicklung haben, ohne dass man ihnen wirklich alles hinterherträgt. Ich weiß, bei, bei Profisportern äh, im Fußball zum Beispiel ist das wirklich so. Äh, die waschen ihre Wäsche nicht selbst, die schmeißen die irgendwo hin und dann kommt jemand vorbei und nimmt die mit. Also, ähm, aber äh, dazu ist E-Sports noch nicht lukrativ genug dass man nach einer E-Sports-Karriere sagen könnte, ach oh ja, guck mal, hier habe ich meine 10 Millionen auf dem Konto, da besorge ich mir dann äh, eine Putzhilfe oder ähnliches, die das dann alles für mich regelt, sondern die Jungs müssen irgendwann zwangsläufig ein in Anführungszeichen normales Leben führen und da sollte man sie auch in einer gewissen Art und Weise darauf vorbereiten. Ähm, was noch gefragt wurde zu dir als Person, damit die Leute mal ein bisschen äh, Feedback kriegen: Wie lange bist du bei Alternate? Wie bist du da hingekommen, Bist du schon immer im Esports gewesen oder arbeitest du auch was Normales? Also was du, mit Handwerk. Also, oh was mit Handwerk? also ähm, ich bin seit sechs Jahren mittlerweile, also knapp sechs Jahren bei Alternate und bin damals auf Alternate aufmerksam geworden durch das CSGO Team, äh, nicht CSGO Team, ich sag mal CSGO, CS16 Team damals. Äh, dadurch habe ich die Firma kennengelernt und dann war ich einfach ein normaler Kunde als 16-Jähriger. Ich glaube, das Erste, was ich bei Ordinate gekauft habe, waren Gehäuse. Und schon damals hat, hat es mich super beeindruckt. Ich habe das Gehäuse bestellt, am nächsten Tag war es da. Und ich so, Mann, das ist äh, interessant, wie sowas funktioniert. Also, das hat mich dann einfach interessiert. Dann habe ich mein Abi fertig gemacht und habe mich dann, ähm, also ich komme ursprünglich aus Niedersachsen. Aus äh, einem kleinen Landkreis, Lüchow-Dannberg heißt das. Derjenige, der sich ein bisschen mit Energiepolitik auseinandersetzt, der kennt diesen Landkreis normalerweise, weil da fährt der ganze Atommüll hin, äh, den wir so produzieren. Auf eine andere Sache. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich mich dann bei Alternate beworben mit der Annahme, dass äh, Alternate in Hannover-Linden äh, ansässig ist. Ähm, ja, diese Annahme hat sich dann nicht bestätigt, als ich die. Äh, Einladungsunterlagen zum Bewerbungsgespräch bekommen habe. Äh, da stand dann, waren dann nämlich Autobahnen zu sehen, die ich vorher in meinem Leben noch nie gesehen habe. Und äh, ja, dann stellte sich raus, ich muss 500 Kilometer weit zum Bewerbungsgespräch fahren. Und da ich nur eine Bewerbung nach meinem Abitur geschrieben habe, an die Firma, äh, wo ich unbedingt arbeiten wollte, bin ich da hingefahren und <laughs> habe da eine Zusage bekommen, habe mir eine Wohnung gesucht und so bin ich bei Alternate gelandet. Ja, also es war im Endeffekt lieber auf den ersten Blick, könnte man sagen. Ähm, mit einem kleinen Umweg dann noch. Aber E-Sport habe ich tatsächlich nicht von Anfang an gemacht, sondern ich habe eine Ausbildung als IT-Systemkaufmann gemacht. Ähm, die geht drei Jahre. Alternate übrigens großer Ausbildungsbetrieb. Wir haben im Jahr ungefähr 20 bis 25 Azubis, ähm, die ausgebildet wow. werden. Ja, also wenn noch junge Leute zuschauen, äh, es lohnt sich. Ähm, dann habe ich so als IT-Systemkaufmann IT Durchläuft man eigentlich alle Abteilungen der Firma, von der PC-Produktion bis zum Vertrieb etc. Und ich habe dann im Einkauf gearbeitet, äh, nach dem ersten Lehrjahr als äh, Einkäufer für Software so ein bisschen zugearbeitet. Und nach zwei Jahren habe ich dann meine ersten eigenen Aufgabenbereiche eigenverantwortlich äh, im Einkauf gearbeitet. Man muss dazu sagen, Einkauf ist im Endeffekt so ein bisschen ähm, ja, das, der Kern des Unternehmens. Im Einkauf führen alle... Äh, Stricke zusammen in einem Handelsunternehmen, weil da entscheidet sich, okay, haben wir einen guten Preis, haben wir keinen guten Preis? Fertig. Ja, und dadurch äh, war ich dann irgendwann Einkäufer für Software- und Eingabegeräte, also Maustastatur, und ja, hatte mir im Endeffekt so eine kleine nette Stelle erarbeitet. Also, ich habe mich im Endeffekt so hochgearbeitet. Nicht hochgeschlafen, aber hochgearbeitet. <laughs> und also, mit deinem Haar sieht das eher anders aus. <laughs> ja, es. Äh, ich weiß ich, das höre hör ich im Büro tatsächlich auch öfter mit meinem Haar. Du siehst echt aus wie ein kleiner, süßer Junge. <laughs> und ich habe dich schon mal gesehen, als du Mann warst. Jetzt bist du irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ja. Ist das ein modischer Ausrutscher? Oder du, nein, überhaupt nicht. Das okay. ist äh, Faulheit und äh, kein Bock. <laughs> Guckst ja. du morgens in den Spiegel beim Zähneputzen? Ja, natürlich. Echt? Ja. Und dann aber bist ich, du immer noch faul? Ja, aber ich bin... Oh. <lacht> <lacht> Nee, aber ich, ich bin einfach. Also keine Ahnung, ich bin nicht so ein, so, so eitel bin ich nicht, dass ich äh, tatsächlich immer super gestyltes Haar haben muss. Ja. Du, ich auch. Ich glaube, wenn ich mir das angucke, oh. wäre ich schon fünfmal beim Friseur gewesen. Du siehst aus wie so ein 14-Jähriger. Jetzt fehlt nur noch der Undercut an der Seite weg. Äh, ja, was geht Achso, du? den siehst du nicht, weil da die Headphones drüber sind. Hast du <laughs> <ich> einen <laughs> Oh mein Gott! Ich muss raus! Nein, Spaß beiseite. Ja, aber zum E-Sport bin ich dann tatsächlich dadurch gekommen. Ähm, dass äh, der Alexander äh, Repson, äh, unser General Manager, äh, so ein paar Probleme mit dem LoL-Team hatte, äh, das wir unter Vertrag genommen hatte, hatten. Und äh, dann bin ich ein, eines Morgens, Sonntagmorgens, 8 Uhr aufgestanden und habe den in den Marsch geblasen. So einfach als außenstehende Person. So, ah ja, Typ von Alternate, haut jetzt hier mal auf die Kacke. Äh, und dementsprechend hatte ich einfach so einen gewissen Respektstatus bei denen, den die Jungs einfach definitiv brauchen. Weil die sind ein bisschen schwieriger kann man so sagen das sind super nette Jungs aber die sind ein bisschen schwieriger <laughs> so. und ähm, dadurch dass ich halt äh, sehr kurze Dienstwege innerhalb der äh, Firma alternate habe ähm, war das im Endeffekt dann die Entscheidung zu sagen okay wir nehmen jetzt mich als Teammanager weil ich einfach schnell Sachen unkompliziert lösen kann äh, wenn wenn wir jetzt einen externen Teammanager geholt hätten der sich dann um das Team kümmert der hätte sich erstmal einfinden müssen okay wie funktioniert diese Organisation wie äh, funktioniert Funktionieren Dinge bei Alternate, weil das ist tatsächlich, man muss sagen, wir sind sehr straff organisiert. Wir sind ein Unternehmen mit 800 Mitarbeitern. Da geht man nicht einmal eben so zum Chef und sagt, ja, hier übrigens fünf Spieler, hm, hm, machen wir, ne? Sondern da ist einfach äh, ein Prozess, der dahinter steht. Ähm, und diese Prozesse muss man kennen, um es vernünftig zu machen. Und ähm, ja, ich denke, die Spieler sind momentan relativ zufrieden. Ich bin mittlerweile auch fast zufrieden. Also die Jungs entwickeln sich prächtig. Mhm. <laughs> Und ähm, ja, so bin ich im Endeffekt in E-Sports reingerutscht. Also, klar habe ich mich schon immer dafür interessiert. Ich gucke eigentlich ähm, oder habe früher sehr viele Events eigentlich in allen möglichen Spielen geguckt und äh, habe auch immer mitbekommen, was so um Alternate Ethics passiert ist, während ich natürlich bei Alternate gearbeitet habe. Ja, und jetzt äh, habe ich die Jungs, die LOL-Jungs. Ja. Du, bist, du bist ja Teammanager. Wir haben schon über die, die Jungs gesprochen und es gibt dann noch einen Coach. Genau. Ja. Was macht der? Der Coach ist vor allem für ähm, den, also das ist in League of Legends äh, überraschend, aber der Coach stellt tatsächlich meistens die Teamkomposition Team zusammen. Also bei League of Legends spielen fünf gegen fünf mit fünf Champions, fünf verschiedene. Mhm. Und äh, der Coach ist unter anderem dafür zuständig, die Pick- und Ban-Phase, also die Auswahlphase der Champions. Ähm, ja, zu machen. Er legt im Endeffekt die Taktik des Spiels fest, indem er die Champions auswählt. Natürlich, mit dem Hinter im Hinterkopf hat er immer, okay, ähm, das sind die Stärken des Spielers, ähm, das sind die Stärken unseres Teams. Und so wird eben versucht, die bestmögliche Komposition zu finden. Das funktioniert meistens gut. Manchmal ähm, gibt es auch da äh, Ausrutscher, weil die Spieler ja auch manchmal einen eigenen Willen haben und dann sagen, hey Coach, ich will aber das spielen. Coach, komm schon, Coach ja, deswegen haben wir bisher noch keine esl cup gewonnen. aber, ähm, <laughs> aber das heißt, ja. er greift auch wirklich ins spielgeschehen ein. also äh, das, das ist äh, nee normalerweise nicht. also, also nicht ähm, während des laufenden spiels, aber schon dass er vorbestimmt, ja. wie das spiel dann abzulaufen genau, hat. Genau, definitiv, dass äh, beispielsweise sobald der, der ladebildschirm dann läuft, ähm, sagt er auch, beispielsweise, okay, das sind unsere... Ähm, unsere Winning Conditions, sorry, ich bin wieder im Englischen, also das müssen wir tun, damit wir gewinnen. So müssen mhm. wir, also wir müssen um, um diesen Champion zum Beispiel äh, viel Druck aufbauen, damit der sich entfalten kann. All solche Geschichten werden da besprochen. Ähm, und das passiert innerhalb von zwei, drei Minuten. Also der Coach ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiges Element, um äh, die Grundtaktik äh, des Spiels festzulegen. Ähm, ja, und das macht bei uns der Danusch Arvindir Fischer sehr hat auch schon für LCS-Teams gearbeitet, also da haben wir wirklich einen erfahrenen ähm, Coach bei den Jungs und ja. Der ist auch extra nur für das Team, der ist jetzt nicht wie du jetzt noch nebenher bei Alternate, sondern... Der ist nur für das Team zuständig, genau. Mhm. Der macht nebenbei noch ein Studium, aber der ist, äh, ja, Coach, genau. Interessant. Wie sieht denn das eigentlich mit der Frauenszene aus? Ich wollte es auch gerade genau. fragen, weil das Gibt's da äh, im etwas Irgendwas so? nicht, ja. Und äh, bevor ihr jetzt alle mit eurem Krack-Feministen-Talk ankommt, erstmal so die physisch <laughs> stillhalten. Dankeschön. Weil die, der Chat ist schon die ganze Zeit am Rappellieren. Genau. Ich, was was, was also, mich interessieren würde als, als Frau, ist, gibt es gemischte Teams? Ähm. Oder, oder wird das direkt äh, in diesen E-Sport liegen, wenn es mal. Ich, ich, ich glaube, es gibt Frauenteams. Mhm. Das weiß ich, aber ähm, gibt es gemischte Teams? Ähm, momentan nicht. Es gab aber mal äh, ein Team in der LCS, in der höchsten äh, Liga bei League of Legends, äh, wo eine Frau auch gespielt hat. Also, okay. ähm, ja. Was denn? Ah, ich glaube vor zwei Jahren, sowas in die Richtung. Ich, ich gar nicht. Also, nagelt mich nicht drauf fest, aber ähm, das kommt auf jeden Fall vor. Und äh, es gibt im Allgemeinen äh, viele. Oder na, viele würde ich nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreiche weibliche Spielerinnen ähm, im StarCraft 2-Bereich zum Beispiel. Mhm. Äh, Scarlett, ähm, ja. das ist eine der besten Spielerinnen, die sich mit Koreanern misst also, bei StarCraft 2. Ja. Und das ist wirklich äh, eine Leistung, die ja. haben nicht viele äh, Männer geschafft. Also, also nur so um da mal so, ich glaube nicht, dass ihr jetzt äh, keine Frau in eurem Team habt, äh, weil, weil ihr das äh, einfach ablehnt, sondern... Weil es nun mal... Un es, es gibt nicht so viele. Der, ja. der, der Anteil an, an Frauen, besonders an, 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 an jungen Mädchen in dem Alter. Also ich... Äh, ich glaube, ne? die, die Interessen die, die, die sind, Interessen sind einfach ja. in dem Alter nicht äh, so... Ich, ja. Also ich glaube, ich war mit meinem Gaming damals auch, bin ich alleine auf dem Schulhof gestanden und habe mich halt mit den Jungs unterhalten. Aber Mädels, das ist halt, das ist kein D Ablehnen. Ne, um das mal so an den Chat zu richten, sondern es ist einfach, es gibt so wenige, ja, also die das interessiert. Es gibt beispielsweise keine Regel, in, in der steht, äh, es müssen Männer miteinander spielen mhm. und es darf keine Frau mitspielen. Also es gibt es einfach nicht. Ähm, ja. wenn, wenn, also es ist halt einfach leistungsabhängig und wenn da eine Frau ist, die super spielt, dann wird die da aufgenommen. Also wie gesagt, da ja. gibt es keine Frage. Und ähm, ja, dementsprechend. Ich frage sowas selten, weil, weil mir ist das klar. Ne? Das ist ja. einfach, dass das gar nicht so ein, oh, Brüste? Nein. <laughs> Sondern, dass das einfach damit zu tun hat, dass es so wenige gibt. Also, ich kenne keine 14-, 15-Jährige oder damals habe ich keine gekannt, die gesagt, hey, hey CSGO, hey, lol, ne? Die hatten halt ganz andere Sachen im Kopf und ich so, na? Lust auf eine ba Runde Mario? Was? 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 Ja. Zocken wir mal. Und wie gesagt, um Pro zu werden, muss man eben wirklich seine ja. acht bis zwölf Stunden investieren am Tag. Und, ja, das ähm, können Frauen jetzt nicht, oder was soll das heißen? Nein, aber wie okay. gesagt, das ist halt. Ich, ich wollte schon sagen, das, ich wollte dich nur retten, okay? <laughs> ja, es ja. Ist ja es ist ein brisantes Thema. Ich muss vorsichtig sein, was ich jetzt ja, sage. Ja, ganz genau. Kopfschlag wie im Wienfeld. Ja, ja. <laughs> ja. Ähm, nein, aber es ist, wie gesagt, einfach eine Interessenssache. Äh, Und. Warum das so ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich finde es tatsächlich schön, wenn wir super viele gemischte Teams hätten. Ich finde das geil. Wäre super. Würde den Sport auf jeden Fall attraktiver machen, meiner Meinung nach. Mir fehlt das, ganz ehrlich. Also mir, mir fehlt das wirklich in der Tat, das äh, Frauenspielen. Ich würde mir das sehr wünschen. Also auch mit, mit Mix, mit Männern. Mhm. Ja, ja, das ist echt cool. Es gibt ja, es gibt ja eine Female-E-Sport-Szene, so, yeah. ne? also, wo halt äh, reine Frauenteams unterwegs sind. Aber das ist das halt. Das ist so. Mm, ja, ist halt super, ja, das denke ich mir. Also ich verstehe ja. auch nicht, warum man jetzt unbedingt. Und Mädels, ich, ich halt schon zu euch. Aber ich verstehe nicht, warum man denn jetzt unbedingt ein reines Frauenteam aufstellen muss. doch das Ganze. Das ist doch. Da hat doch jeder was von. Das ist so ich unbedingt ge gewollt. Ich kann mich noch an ein brisantes äh, Event in Australien erinnern, wo ein Mädel irgendwie ich, ich habe keine Ahnung, sie hat ein paar Dinge verkackt. Weißt du, wovon ich rede, Vincent oder Chat? Ich glaube, ich glaub, einige von euch wissen das. Ähm und das wurde, es wurde sehr hart belächelt von sehr vielen äh, Männern und ähm Hey, ich meine, bei YouTube gibt es auch die gleichen Fails von irgendwelchen männlichen Pros. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, ähm, äh, es ist mir ein bisschen zu viel, zu viel Drama um dieses Thema. Und ja. ich würde mir sehr wünschen, dass Frauen mit reinkommen würden, weil warum sollen es nicht, wenn sie gut spielen? Und, Und dass er äh, das nicht dann dieses, dieses so. belächelte, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde es ich nicht in Ordnung, dass das äh, irgendwie so in der in der Art belächelt wird, beschmunzelt wird, weil man, weil man denkt, dass Frauen irgendwie nichts können. Oder Und ich meine, da zählt ja nur Reines Können. Ne? Ja. Es ist egal, wie ja. sie aussehen. Es ist äh, egal, ob da irgendwas hinderlich. Das ist einfach, es geht ja rein, darum, das Spiel spielen zu können. Also. Hm. Sehr komisch. Ich hatte noch eine mhm. Anschlussfrage äh, diesbezüglich. Ähm, habt ihr, wenn ihr, wenn wir jetzt schon von Training gesprochen haben, habt ihr da irgendwelche Special Tactics, Geheimnisse, äh, wo ihr dann zusammensitzt und dann euren äh, Liegerat einruft und sagt: So, die heiligen Geheimnisse, die ja. Bücher sozusagen, das Buch der Friesen. Habt ihr sowas? Also ähm, Ich meine, du musst dir nichts verraten, okay? Nee, werde ich auch nicht. Okay. Werde ich auch nicht. Es gibt definitiv so ein paar äh, Geschichten, die wir im Köcher haben. Ähm, die werden dann in wichtigen Situationen ausgepackt. Und äh, ich habe gehört, demnächst stehen die Playoffs der ESL-Meisterschaft an. Und dann auch hoffentlich die Offline-Finals. Und äh, da geht es eben darum, erster zu werden, um sich für, die, äh, für das Qualifikationsturnier zu, zur Challenger Series zu qualifizieren. Und da werden definitiv ähm, Taktiken besprochen, die so noch nicht äh, gezeigt wurden. Ja, also sowas wird gemacht. Da bin ich natürlich nicht involviert, also weil vom Spiel selbst habe ich noch nicht genug Ahnung, um da zu sagen, ja, wir machen nee, zwei Leute da und dann nein. Aber ähm, unser Coach und auch die Spieler ähm, sind da eigentlich in regem Austausch. Das wird wird tatsächlich dann auch trainiert. Ähm, in geheim, also grundsätzlich ist eigentlich jedes Training, also Scrims genannt, ähm, sind geheim. Da vereinbaren im Endeffekt die beiden Teams, okay, wir spielen jetzt gegeneinander und ähm, das Spiel wird nirgendwo äh, gestreamt oder sonst wie hochgeladen. Auch das Spiel wird vorher abgebrochen, bevor es äh, zu Ende gespielt ist, sodass auch niemand die Champions select oder äh, sehen kann, wie das Spiel ausgegangen ist in der Spielhistorie der Spieler. Äh, und so wird eben sichergestellt, dass man Taktiken, die geheim bleiben sollen, auch äh, ja, nicht an die Außenwelt kommen. Ja. Das heißt, euer Training wird nicht gestreamt oder ja. so? Nein. Habt ihr das schon mal nicht. überlegt, vielleicht so öffentliches Training zu veranstalten? Nein, haben wir noch nicht überlegt, tatsächlich. <laughs> Wäre vielleicht Weil, mal eine Idee, so wenn. Ja, also ich, ich nehme das gerne mal mit. Also grundsätzlich ähm, ist halt immer das Problem, man muss halt einen Gegner finden, der damit auch äh, einverstanden ist. Ne? Und dann, dann wird es auch kein Training sein, wo man tatsächlich sieht, wie wir trainieren, sondern es wird dann halt ein Showmatch sein, ja, wo mhm. wir dann Champions spielen, die halt komplett absurd sind wahrscheinlich. Ähm, weil es, man, man darf nicht vergessen, wir bewegen uns hier wirklich in einem Bereich, wo es um viel Geld geht. Und ähm, auch bei der ESL-Meisterschaft geht es schon für den ersten Platz um 12.000 Euro. Und natürlich haben die Spieler eine Motivation, dieses Geld einzusacken. Und ähm, da wird alles für getan, um so wenig Informationen an irgendwelche Gegner rauszugeben, wodurch die sich einen Vorteil verschaffen könnten. Ja. Ja. Ich frage mich da gerade. Diese, äh, oft sind diese Veranstaltungen ja auch äh, recht gut besucht. Ne? Da, da sind dann Leute. Äh, ich denke mal, so ein paar der werden doch, doch auch Lang äh, Lampenfieber haben. Ich meine, ansonsten, das ist halt eine ganz andere Atmosphäre. Da stell, ne? ja. Das, ist, das äh, ist, Habt ihr da jemanden, der, der die Jungs dann auch betreut? Also, das ist so. Es gibt definitiv Teams, mit, die mittlerweile einen, äh, Psychologen haben. Ja. Ähm, wir haben das nicht. Wir sagen äh, Erfahrung. Erfahrung, Erfahrung. Und deswegen mhm. schicken wir die Jungs zum Beispiel jetzt auch nach Österreich, nach Linz, was halt eine kleinere, also was heißt kleinere, da sind auch viele Leute, aber da geht es halt nicht um so viel. Also da geht es halt um Preisgeld und Ruhm und Ehre, aber es geht halt nicht um das Vorankommen in League of Legends. Also mhm. ob wir da jetzt gewinnen oder nicht, das wird unseren zukünftigen Weg nicht wirklich beeinflussen. Wenn wir aber bei der ESL-Meisterschaft spielen und die Jungs haben da den Stift in der Hose. Mhm das wäre nicht, nicht so gut. Natürlich sind die aufgeregt, haben eine gewisse Grundaufregung und werden auch dir jedes Mal sagen, wenn du sie fragst, na, bist du aufgeregt? Nee. <laughs> ah, easy, kein Problem. Wir machen, wir machen die platt. Ne? Mhm. Aber natürlich sind die aufgeregt. Aber je, je öfter man in dieser Situation ist, ähm, desto mehr Erfahrung hat man und desto ja, professioneller und ruhiger kann aber man da gut. einfach gut. Man muss umgehen. sich ja darüber auch äh, Gedanken machen, weil wenn, wenn du da Du Lampenfieber dann auf einmal bekommst? Mhm. Ja, das, das führt bei manchen Teams tatsächlich dazu, dass die nichts mehr auf die Reihe bekommen. Das passiert. Oh. Also, ähm, wenn man, eine, weil E-Sports ist ja auch eine Sache, die wirklich sehr stark im Kopf stattfindet auch. Und wenn man dann einfach in eine Situation kommt, wo man nicht mehr weiter weiß, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und ähm, da kommst du in der Regel dann auch nicht mehr raus. Das ist dann einfach ein Blackout und dann sitzt du da, drückst noch ein paar Tasten und äh, alles mhm. vor dir spielt sich ab, aber du nimmst keinen Einfluss mehr. Ja, und ähm, was passiert, das sieht Stream man immer schon dann. seit Jahren so, <lacht> 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 seitdem ich Startstream gedrückt habe. <laughs> <laughs> ja, aber deswegen, also da sieht man auch, dass die Professionalisierung zum Beispiel, dass äh, manche Teams äh, äh, Psychologen haben, die sich um die Teambetreuung kümmern und Einzelgespräche führen hinsichtlich auch Motivationsgeschichten und so weiter. Mhm. Ähm, da sieht man einfach, dass es ein Sport ist. Ja, also wir haben jetzt selbst noch keine Psychologen, ähm, einfach weil in der Liga, wo wir uns jetzt aufhalten, sind wir der Meinung, ist das noch nicht nötig. Ähm, da ist der Druck auch noch nicht so hoch, äh, der auf die Spieler einprasselt, weil man muss ganz ehrlich sagen, es gibt jetzt auch einen Spieler in der obersten League of Legends Klasse, der hat Burnout. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr das mitbekommen habt, war ein größerer Artikel auf Summoners In, das ist so die ja, 99 Damage für League of Legends. Und ähm, ja, der hat... Burnout und das schon eine längere Zeit und versucht halt jetzt seine Karriere eigentlich zu beenden will aber nicht gehen äh, mit den Leistungen die sie momentan bringen und der ist in einer Spirale der, der kommt da nicht raus so ähm, weil wenn man Burnout hat dann kann man nicht performen das funktioniert nicht da, man versucht alles und aber das wird nicht klappen und deswegen ist es super super wichtig da den Spielern in diesen wirklich hohen Ligen jemanden an die, an die Hand zu geben der die wirklich betreut und mit denen spricht, Sorgen, Nöte und auch irgendwann sagt, okay, äh, du kannst nicht mehr spielen. <laughs> so, du bist äh, nicht mehr Ich glaube, dass denen. das eher einen Strich mal durch die Rechnung macht, als dass einer eventuell Arthritis im Finger bekommt. Ne? Ja. Also so der, der, der Arzt, der, der, der für das Körperliche, der fällt dann eher weg, aber der, der Psychologe, ja. das äh, macht auch wirklich Sinn. Wobei auch da muss ich sagen, unsere League of Legends-Spieler, die äh, haben alle ihre Handübungen, die sie täglich machen müssen. Ähm, Ach komm jetzt, ich bin nur, so. Also, ehrlich? Ja, es ist so. Ähm, teilweise äh, gibt es so Sachen, da stützen sie ihre Hand auf den Tisch auf und dehnen ihre Bänder und so weiter. Ich, glaub, ich letztens einen Krampf bekommen. Ja, aber das ist tatsächlich wichtig, weil äh, ich weiß nicht, unter Armen gibt es ja, die, wie heißt das, Sehnenscheinentzündung? Beide Tunnel. Beide sind rum. Dein Arm? Deine Hand, deine Hände sind dein Kapital und die müssen funktionieren. Und dementsprechend machen die Jungs tatsächlich täglich ihre Übungen, haben teilweise auch Schienen, die sie in der Nacht tragen, dass sich die Hand entspannt und dass sie nicht irgendwie verkrampft liegen. Ähm, all solche Sachen. Also, oh, das ist schon interessant, Mensch. Ja. ja ich Muss ich ja haben, sonst, äh, wenn Hände kaputt, keine. Ist klar, aber jetzt als Außenstehender denke ich da erst gar nicht so dran, aber ne? Das, äh, ja. Ja. Ähm, weil wir gerade noch drüber geredet haben. Du hast jetzt gesagt, dass ihr gerade jetzt so erfolgstechnisch ähm, wird das Team nicht unbedingt, ähm, wenn ihr jetzt keine Erfolge feiert dieses Jahr oder so, werdet ihr jetzt nicht irgendwie das Team ändern oder sonstiges. Aber habt ihr so abgesteckte Ziele, wie in fünf Jahren wollen wir in Liga 2 spielen oder so? Natürlich haben wir die. Also. Wie du gerade gesagt hast, es ist für uns äh, nicht unbedingt entscheidend, dass unser Team sofort Erfolg hat, sondern es geht darum, das Team zu entwickeln, weil für uns ist es zum Beispiel super, super wichtig, das ist im E-Sports problematisch bei vielen Organisationen, ähm, dass wir ein Team haben wollen, Lange zusammenspielt und sich sehr gut kennt, weil das ist im Endeffekt ein Garant für ähm, langfristigen Erfolg im E-Sports. Natürlich kann ich hingehen und sagen, ich kaufe mir die besten Spieler und die spielen dann vielleicht auch ein halbes Jahr gut zusammen, aber dann gibt es immer wieder interne Probleme und du musst mhm. wieder einen Spieler auswechseln und so weiter und so fort. Und ähm, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen, dass das Team wirklich über drei, vier Jahre konstant zusammenspielt und sich hochspielt. Ja? Es gibt ja auch Organisationen, die gehen hin. Legen eine halbe Million auf den Tisch und kaufen sich einen LCS-Bot, also für die höchste Liga. Ähm, das, das wird bei uns nicht passieren, weil im Endeffekt ist es für uns auch wichtig, dass sich unsere Fans ähm, mit dem Team also identifizieren können. Dass da einfach, ich möchte nicht sagen, Legenden heranwachsen, aber dass da sowas entsteht wie ähm, ja, so ein Identifikationspotenzial mit diesem Team. Und das ist zum Beispiel auch ein großes Problem, was aktuell in den größten Ligen so stattfindet. Dass die Teams oder die Spieler einfach ständig ihre Teams wechseln und im Endeffekt kannst du nicht mehr äh, Team A oder B gut finden, sondern du musst einen Spieler gut finden und dem einfach hinterherwandern. Und das ist schade. Also und das wollen wir auch nicht, weil wir wollen unseren Brand. Das, um es mal am Ende zusammenzufassen: Wir machen hier Werbung für Alternate. Ja. Und äh, das machen wir nicht, indem äh, irgendwie Fans unseren Spielern folgen, sondern indem sie uns als Team gut finden. So. Und deswegen äh, sagen wir auch, langfristiger Erfolg ist uns wichtig, aber auf kurzfristiger Ebene kann es gerne mal passieren, dass wir auch mal die esl messerschaft nicht gewinnen und trotzdem werden die Spieler noch weiter bei uns spielen. Mhm. Außer sie sagen, sie beenden ihre Karriere, weil sie können nicht damit leben, mit dieser Schmach, aber <lacht> 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 nee. und des deswegen, ähm, äh, um die Frage tatsächlich nochmal zu beantworten, die ich schon fast wieder vergessen habe. Ähm, was war die Frage? Ähm <laughs> Verdammt, ich war schon bei der nächsten nee, aber, Frage. Nee, ich glaube, glaub, es war äh, Wie wichtig ja, Gewinnen jetzt tatsächlich ja, wie, ist in, in diesem und Jahr. Genau, genau das habe ich beantwortet und was die langfristigen Ziele sind Natürlich genau. wollen wir langfristig mit diesem Team äh, in die erste Liga Ob das jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren passiert, das werden wir sehen, aber ähm, wir denken, dass wir mit den Jungs, die wir da jetzt haben denen bringen wir auch sehr viel Vertrauen entgegen dass sie sich professionell an diese Ziele auch halten und ähm, viel trainieren ja, das möchten wir erreichen. Aber kurzfristig ESL-Meisterschaft gewinnen. Und alles, was dann in dieser Saison, also die Saison läuft ungefähr immer ein halbes Jahr, was darüber hinaus passiert, wenn wir uns für die Challenger Series qualifizieren könnten, das wäre ein Riesenerfolg. Also in die, in, die zweite, in die zweite Liga aufsteigen, nachdem, was jetzt an ähm, ja, Unruhe um das Team eigentlich war, das wäre großartig. Also, hm. da könnten wir hochzufrieden sein. Jetzt hast du gesagt, ihr wollt Fans quasi ähm, auch ans Team binden und nicht immer nur, dass ähm, die den Spielern hinterherwandern und so. Wie ist denn die Fanszene beim E-Sport momentan? Also ist das wirklich so, dass es immer sich nur auf einen einzelnen Spieler bezieht oder gibt es hier also zum Beispiel auch Beispiele für Teams, die wirklich schon ihre Fans fest haben? Es gibt definitiv Beispiele für Teams, die fest, feste Fanbases haben. Wir gehören eigentlich auch dazu. Also wir haben allerdings muss man sagen, dass unser Fanstamm schon ähm, relativ alt geworden ist. Also und die interessieren sich auch nicht mehr so stark für E-Sports, weil die sind einfach gewachsen. Und ähm, aber auch bei uns gab es damals einen Riesen Hype um Alternate Attacks. Und äh, es gibt aber Teams, die es sehr, sehr gut machen aktuell. Da ist zum Beispiel Big zu nennen, eine neue deutsche Organisation im Counter-Strike-Business. Die haben es wirklich geschafft, die deutsche Szene für ihr Team zu begeistern und das innerhalb von kürzester Zeit. Also da muss man sagen, die haben dann sehr guten Job gemacht und natürlich im Allgemeinen der Fnatic-Hype. Fnatic ist eine Riesenfirma, Riesenmarke und die machen mittlerweile Umsätze mit Merchandise, die jenseits von Gut und Böse sind. Also da, da sprechen wir wirklich über eine Merchandise-Firma und nicht über eine E-Sports-Firma fast. Also das, äh, so, dieser fnatic hype ist sehr, sehr stark, weil sie hatten zum einen ein sehr, sehr gutes League of Legends-Team, was mittlerweile nicht mehr so stark ist, aber auch immer noch erste Liga spielt und halt auch eben ein super starkes CSGO-Team, was im Endeffekt die Szene für na, ein bis zwei Jahre dominiert hat. Und äh, dadurch ist ein Riesenhype um diese Teams entstanden. Und tatsächlich, ähm, ja, spielen auch wieder viele Spieler die auch damals gespielt haben, immer noch bei diesen Teams. Also immer noch so ein gewisser Kern, der ist immer noch da. So die Identifikationsfiguren, ähm, die sich mit der Zeit entwickelt haben. Ja, und das ist eben genau der Punkt. Man muss halt diese, wenn man uns zum Beispiel mit League of Legends verbindet, Alternate, denken alle an dort. Das ist das Erste, was passiert. Ich weiß nicht, ihr werdet dort jetzt nicht kennen. Oh, ich schon. Ja, dort war damals der Spieler, der als erstes die 3000 ähm, Elo-Marke erreicht hat, also 3.000 Ranking-Punkte. Äh, der war ein Spieler und der ist im Endeffekt dadurch, dass er mit uns in die LCS gekommen ist und mit seinem Team, ist er so eng mit unserem Brand verbandelt worden, dass als wir ein League of Legends Team äh, announced haben, neues, war das erste YouTube-Kommentar: Hey, wo ist ein Forellen dort? Ja. Und ähm, <laughs> der Name grundsätzlich ist natürlich auch sehr, äh, ja, medienwirksam, sage ich mal, vor allem im deutschsprachigen Raum, weil der einfach lustig ist. Ähm, aber ja. Und das ist eben das Ziel, was wir haben. Wir möchten im Endeffekt Legenden haben, die mit uns in Verbindung gebracht werden. Ja, E-Sport-Legenden. Habt ihr denn da auch äh, diesbezüglich irgendwie problematische Fans, also so etwas jüngere Damen, die vorher äh, YouTuber XY geguckt haben und jetzt hier die Schlüpper werfen? <laughs> Oder also Fanbusse zerkratzen, vielleicht nein, Platten nein, reinstechen, nein, weil sie scheiße gespielt nein, haben oder ist, so. So was ist uns tatsächlich noch nicht passiert. Ähm, was allerdings tatsächlich häufiger vorkommt, äh, man darf, also E-Sports, äh, es gibt mittlerweile E-Sports-Wetten. Und ähm, es gibt teilweise Drohungen, die sich gewaschen haben, wenn unser Team verliert und jemand hat da mal 50 Dollar oder 100 Dollar drauf gesetzt. Das kommt definitiv vor und das sehe ich als problematisch an. Mhm. Ähm, weil tatsächlich die, ähm, die Kontaktmöglichkeit zum Spieler von solchen Personen ist viel leichter als im, in anderen Profisportarten, weil wir uns im Internet bewegen. Und ähm, nehmen wir an, jemand verliert bei einer Wette, weil äh, Spieler XY den Scho Sch Schuss nicht getroffen hat und wird auf Facebook, Twitter und sonstigem äh, mit Morddrohungen be äh, belästigt. Das ist ein Problem. Also, solche Probleme gibt es definitiv. Und ähm, das, lässt, das lässt einen auch nicht kalt, sowas, in der Regel. Natürlich kann man nach außen hin sagen, oh ja. <laughs> ja. Da. Danke für die Aufmerksamkeit, aber natürlich lässt sich das nicht kalt. Und ähm, ja. Und es gibt auch Leute, die Schlüppis schmeißen. So viel kann ich sagen. Äh, ich? <laughs> Mädels oder Jungs? Ja, ja. Also, ja. okay. <laughs> äh, <laughs> uh. Habe ich, hab ich zumindest gehört. Hat es nur wieder hören sagen. Kein Proof. Also, ich persönlich bin da nicht involviert. Aber ich habe es gehört. Ja. Wirft dir als Teammanager <laughs> keine schlüpfer? Natürlich. Nein, du, 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 du <laughs> guck dir die Haare an. Ja. ja gut, damit könntest du vielleicht ein gratis Ticket im Justin Bieber Konzert kriegen mit der Frisur. Aber ja, mehr, mehr willst der du der wahrscheinlich Fisur? auch nicht. <lacht> <lacht> um, wenn wir schon von, von diesen Fans reden. Wie sieht es denn aus? Wie geht ihr mit Kritik um? Sitzt das manchmal tief? Kriegt ihr da ordentlich Seitenhiebe? Oder... Ist das relativ neutral? Ähm, also zu Beginn der Saison. Jetzt spreche ich fürs League of Legends Team. Ähm, hat das Team entschieden zu sagen: Wir sind die geilsten, wir sind die Größten und wir machen euch alle platt. <laughs> ähm, das sind sehr junge Menschen und die haben sehr schnell gelernt, dass wenn man sowas sagt, auch liefern muss. Und äh, wenn das nicht passiert, dann gibt's, dann kommt der äh, Schall zurück aus dem Wald. Und da gab es sehr starke Kritik. Im Allgemeinen fällt das auch auf die Organisation natürlich zurück. Oh, unglaublich arrogant, alternate. Mh. Das, und da muss man wirklich aufpassen. Ähm, grundsätzlich ist es aber so: man kann den Spielern tausendmal sagen, mach's nicht. Sie werden es trotzdem machen. Sie müssen auf die Fresse fallen. Das ist wie mit dem kleinen Kind, was auf die Herdplatte fest. Das macht es vielleicht zweimal. Und beim dritten Mal ist es definitiv so äh, vorbereitet darauf, dass es knallen könnte. Ähm, dass es es nicht normal macht. Und äh, viele Spieler haben da mittlerweile Einsicht gezeigt, dass es vielleicht nicht so toll ist, weil selbst wenn man gewinnt, ist man trotzdem das arrogante Arschloch, weil war ja vorher klar, dass ihr gewinnt. Deswegen, äh, da haben wir tatsächlich, ähm, da arbeite ich mit den Spielern tatsächlich auch sehr, sehr stark dran, äh, dass diese Einstellung von wir sind die Geilsten und wir sind die Besten einfach äh, in wir möchten ein schönes Spiel zeigen, äh, umgemünzt wird und nicht. Ähm, wir müssen alle Gegner dominieren. Natürlich wollen wir gewinnen, das ist keine Frage, aber wir wollen das auf einem Weg machen, der mit Fair Play zu tun hat. Und das ist tatsächlich auch eine Sache. Fair Play im E-Sports, das war früher tatsächlich äh, besser als mittlerweile. Also ähm, damals gab es so, so ungeschriebene Gesetze. Man schreibt GG, man schreibt Good Luck, Have Fun vor einem Spiel, all solche Geschichten. Das war, das war damals, da hat man sogar Strafpunkte teilweise in Ligen bekommen, äh, wenn man das nicht gemacht hat. In Korea ist das übrigens immer noch so in den obersten Ligen. Wenn man da nicht GG schreibt, dann äh, brennt, brennt da die Hütte. Ja? Und also so die Kleinigkeiten, so dieser, dieser Code, der sich in der E-Sport-Szene damals etabliert hat, der ver verwässert so ein bisschen. Das finde ich eigentlich schade, weil das war Jetzt früher ist sehr es gut. Ja, schade, ne? so ein bisschen Anstand, das ist. Äh ja, ja. Und ähm, das ist auch wirklich schwierig, das äh, wieder zu etablieren, weil. Zum einen müssen deine eigenen Spieler mitziehen und dann müssen die anderen Spieler auch mitziehen, weil wenn das andere Team das macht, dann machen wir das natürlich auch. Aber da könnt ihr doch zum Beispiel agieren und sowas wie Sanktionen einführen. Und das würde ich zum Beispiel sehr cool finden. Zum Beispiel, wenn deine Spieler hier sind und sich aus Versehen mit politisch unkorrekten Äußerungen äußern im Chat, fliegen sie heraus und dafür würde ich zum Beispiel eine Sanktion verteilen und die mal richtig so. <laughs> <laughs> ähm. War hier gerade ein Spieler von mir? No. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er weg. Ja. Ähm, aber gut. nichtsdestotrotz, da könnt ihr doch aber agieren in, in, ähm, an der Stelle oder nicht. Grundsätzlich also, ja. Hm? ja. Ähm, aber es ist, ja, es ist halt die Frage, äh, ob eine Bestrafung immer das richtige Erziehungsmittel ist. Das ist halt immer, also ist eine Erziehungsfrage. Natürlich. Ähm, und aktuell versuchen wir es noch äh, mit. Weichen Worten, die hoffentlich gehört werden, und natürlich kommt irgendwann dann mal äh, die Peitsche. Ja? Der Gürtel. Das, der auch auch, auch gerne der Gürtel, aber äh, ja, müssen wir mal schauen. Aber äh, ja, grundsätzlich Sanktionen sind zum Beispiel so Sachen wie äh, Social Media Entzug. Ach, das tut richtig weh. Also, das ist auch, das ist auch ganz lustig. Äh, unser CSGO-Team ist zum Beispiel super Social Media faul. Also, die, die sind da überhaupt nicht affin. Und unser LOL-Team, die können nicht ohne Leben. Das ist wirklich. Die, die haben spielfertig gespielt. Das Erste, was passiert, Twitter. Was ist hier los? Wer hat mich geflamed? Oh, das das, das ist wirklich so. Das ist äh, ja eine ganz unterschiedliche Generation. Also, nicht Generation, aber dadurch, dass sie zwei verschiedene Spiele spielen. Eine andere Energie. Eine andere Energie, definitiv. <laughs> Und bei League of Legends, ich weiß nicht, wer das Spiel schon mal gespielt hat, die Energie ist da nicht unbedingt positiv, wenn man so ein Spiel spielt. Also da macht man normalerweise den Chat immer komplett aus und sagt sich, ja, viel Spaß, sprecht mit der Wand. <laughs> Weil, ja, da ist einfach eine, eine sehr schlechte Stimmung in dem Spiel im Allgemeinen. Jeder will da gewinnen und jeder findet den anderen scheiße, eigentlich. Das ist schade, aber ja. Willkommen im 21. Jahrhundert. Ja. Was war denn bis jetzt so von deinem Team, um, um vielleicht langsam mal so ein bisschen die Kurve zu kriegen, weil du hast jetzt anderthalb Stunden geredet und dann könnte man sich ja so generell mal so ein bisschen davon fortwegbewegen. Was waren denn so eure größten Erfolge? Ähm, jetzt vor kurzem, ähm, ich glaube es war im letzten Jahr, haben wir die ESWC gewonnen mit dem csgo team Das ist im Endeffekt eine der vielen Weltmeisterschaften, die es gibt. Das war wirklich eine sehr, sehr starke Vorstellung. Dann im letzten Jahr CSGO die Qualifikation zur E-League. Die E-League ist ein riesengroßes, produziertes Event, was teilweise oder was im amerikanischen Fernsehen übertragen wird. Da haben wir mitgespielt. Das war allein die Qualifikation dazu, war schon ein Riesenerfolg. Und das wollen wir dieses Jahr wiederholen im csgo bereich Natürlich ESL-Meisterschaft auch immer schön. Aber ja, nice to have, aber so langsam wollen wir größere Ziele auch da anstreben. Und ja, League of Legends ist momentan noch sehr, sehr jung. Ähm, größter Erfolg. Äh, sich unbeliebt auf Twitter machen. Und ähm das sitzt echt tief. Und die gucken alle zu. Das sitzt echt ja. tief. Ich würde mir Gedanken machen an der Stelle. Da weht ein ganz eisiger Wind durch den Arbeitsvertrag. Uh, aua, aua. Ja, und natürlich, äh, wir, wir haben uns jetzt tatsächlich äh, für die Comic-Con in Linz qualifiziert, was äh, uns sehr gefreut hat. Und jetzt vor kurzem auch noch für ein anderes Offline-Event in Dortmund, wo auch die äh, Konkurrenz sehr stark war. Das äh, ist der Hydra Cup. Und äh, ja, bei, bei LOL ist auf jeden Fall, da ist Entwicklungspotenzial, aber ähm, bisher bin ich eigentlich zufrieden. Also, wird sowas rundrum um das Team so passiert ist, ist es eigentlich angemessen, was die momentan an Leistung bringen. Ihr seid ja jetzt ein Werksteam. Ja. Gibt es da ähm, so den Unterschied, auch im E-Sport, wie jetzt zum Beispiel im Fußball, zwischen Werksteams und traditionellen Teams, sage ich jetzt mal. Wird das, da irgendwie drauf geachtet? Das ist das ist ganz lustig, weil äh, wenn man es genau nimmt, sind wir ein traditionelles Team. Mhm. <laughs> und okay. Sch Schalke 04 ist aus unserer Sicht, mhm. also wenn ich dir ganz ehrlich sage, Schalke 04 ist für, für mich sowas wie äh, RB Leipzig. Mhm. Also, bei die kommen wir, mit Geld und kaufen genau, sich. Genau, genau. Die kommen mit Geld, mit sehr viel Geld und ähm, natürlich ist das. Ich finde das super, dass sie ja. äh, da unterwegs sind. Das bringt den E-Sports ungemein weiter, weil einfach eine viel größere Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird, wenn solche mhm. Big Player in dem Business sind. Aber natürlich äh, steigen steigen dadurch die Gehälter von Spielern, ähm, weil einfach die ja die der Standard wird einfach viel höher gesetzt durch mhm. äh, die Beteiligung von solch großen. Ähm, Sportmarken, die da äh, unterwegs sind. Und die, die kennen sich auch aus, was, also gut, bei Schalke würde ich jetzt nicht sagen, dass sie sich mit Erfolg auskennen, aber, ähm, Psst. <laughs> aber wie war das mit Bad Name-Calling? Oh, oh. <laughs> entschuldige, entschuldige. Nein, entschuldige. Ähm, nein, aber die, die kennen sich tatsächlich aus, wie man ein Team erfolgreich macht. Und ja. was, was, was Spieler brauchen, um erfolgreich zu sein. Das äh, wissen die. Das kennen die aus, äh, aus ihrer. Historie im, im tatsächlichen Sport. Oder was heißt, das, im Sport. Ja. Und deswegen ist es, das, das bringt die Szene auf jeden Fall weiter. Aber wir, für, für mich, also für mich, das ist eine ganz persönliche Einschätzung, wie ich einfach habe. Für mich ist das so ein Red Bull Leipzig. Ja. Okay. Jetzt weißt du übrigens auch, warum äh, dein Team das auf Social-Media-Seiten macht. Sie kriegen es ja von dir vorgelebt. <lacht> oh! <lacht> Gleich noch ein Hinterher. <laughs> Ha, ja, also schießen macht Spaß heute. Uh, ich habe hier noch eine sehr schöne Frage, die mich selber persönlich auch interessieren würde. Macht ihr außerschulische Aktivitäten? Also geht ihr irgendwo anders hin oder hocken die da alle nur so in der Bude, essen Pizza, fünf minuten trine und trinken Cola und spielen League? Oder geht ihr auch, sagt ihr auch mal, hey Jungs, wie wäre es für, für Teambuilding? Wir gehen jetzt äh, schwimmen. Oder haben, haben wir? Äh, haben wir bisher noch nicht gemacht. Was wir viel machen, ist essen gehen. Ähm, zusammen, gemeinsam. Auch das ist schon tatsächlich ein äh, ja, Punkt, wo man sich auch mal über andere Themen unterhält, die nicht mit League zu tun haben. Ähm, ansonsten werde äh, ich mir über überlegen. Nö. Echt nicht. Ist aber tatsächlich auch ein Punkt, der, der wichtig ist. Aber ähm, da brauchst du halt auch einfach jemanden, der äh, da die Zeit hat, sich darum zu kümmern, äh, mit den Jungs äh, die alle einzupacken, weil die müssen da auch Bock drauf haben. Ne? Das ist tatsächlich auch immer eine Sache. Ich meine, du, du kannst die alle einpacken, zu fünft irgendwo in eine Bowlingbahn sperren und sagen, viel mhm. Spaß. Äh, und dann ja. sitzen sie alle am Handy und sind im Social-Media-Bereich. Genau. <lacht> Frustabbau. <lacht> ähm, ja, aber grundsätzlich haben die Jungs auch einfach Bock zu zocken. Das ist. Die haben da Bock drauf. Also es ist äh, nicht so, als würden die irgendwann sagen, oh, ich kann das Spiel nicht mehr sehen. Die sind einfach richtig heiß. Und deswegen, solange sie, solange sie sich nicht an die Gurgel gehen, untereinander, ähm, gehen wir essen und äh, schauen, was noch so kommt. Ja. Ihr mästet sie. Ich will, ja. In, fünf Jahren, so in, in fünf Jahren äh, also, wird der Beiname äh, Alternate the Fat Team sein. Yeah. Oh, oh. Also, die, die Jungs, die hier im Bootcamp sind äh, bei uns, die äh, gehen alle zwei Tage bei uns ins Fitnessstudio. Also, wir haben ja ein ich Alternate. Habt ein Fitnessstudio? Ja, jetzt vor drei, vier Monaten wurde das eröffnet. Wir haben einen eigenen Sportpark, den Alternate Sportpark mit angeschlossenem Restaurant. Ähm, da kann man Indoor-Fußball spielen, Squash, glaube ich, Tennis. Und äh, im Fitnessstudio. Und da halten sich die Spieler, die hier im Bootcamp sind, äh, fit. Weil ich habe denen gesagt, Jungs, äh, wenn ihr zwölf Stunden vorm Rechner sitzt, dann sollte es, äh, ist es wichtig, dass ihr euren Rücken mal ein bisschen äh, trainiert. Weil ansonsten, hallo. Gibt's oh, irgendwann das in den ist Buckel. Ja toll. Ja. Also doch kein Alternate Fittax. Nee, nee, eigentlich nicht. Oh. Aber ich hab mir das extra ver... Aber es gut, dass du es gesagt hast. Levi das ist wirklich schlecht. Das auf dich. Aber ich meine, auch wenn, wenn wir einen völligen Spieler haben, dann ist das so. Also wir werden dem nicht sagen, hier, du musst jetzt äh, mhm. sofort Sport machen, ähm, weil am Ende des Tages ist das wirklich eine, sehen wir das als eine private Entscheidung an. Ähm, und wir, natürlich empfehlen wir dem Spieler, hör mal zu, für deine zukünftige Su Gesundheit könnte es ratsam sein, dass du ein bisschen Sport machst, äh, weil du wirklich einfach sehr viel sitzt. Ähm, aber wenn er das nicht machen möchte, dann möchte er es nicht machen. Ah, ich finde das toll, dass ihr diese Möglichkeit bietet. Ich meine, das ist sensationell. Ich meine, wie wichtig ist Bewegung? ne, Und dann bist du da in dem Bootcamp und dann oh, gehst du dir jetzt extra noch irgendwo ein Fitnessfans. Ach oh, nee, komm, spiel mal hier noch eine Runde. Und wenn du das aber so auf dem Gelände hast, das ist doch, ist doch mega. Ja, weil also, ich also, finde also, das toll. Was auch ziemlich cool ist, ist, dass die Spieler sich da auch gegenseitig motivieren. Also äh, die beiden, die jetzt da sind, die sagen sich dann halt immer, ey komm, hast du Bock? Ja, nee, ah ja, siehst auch wieder schlapp aus. Komm, auf geht's. Also die, die motivieren sich da wirklich richtig gut. Finde ich ähm, super. Ja. Hält ja auch den Kopf frisch, ne? Sport. Definitiv. Ja, Sau Sau Sauerstoff im Blut ist wichtig zum Denken und äh, das erreicht man durch Sport relativ gut. Ja. Man kann auch einfach das Fenster aufmachen und hinten auch und dann hat man Durchzug und dann ist Durchzug, es auch so, Ist das wie als ja. wenn du laufen würdest? Ja. Ja. Das ist, ich weiß. Es ist genauso intensiv. Hm? <laughs> man muss nur aufpassen, zwischen zwischendrin man das... eine Tür, dass die nicht zuknallt und 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 so. Ich habe immer ja, Angst, eben. dass die Katze dazwischen ist, aber. Und nach einer Weile vielleicht die Kopfhörer auch wieder reinstecken, weil sonst kriegt man einen Durchzug. Oh. Ja, ja, aber nee, man wird dick Backstein, davon, das ist scheiße. Ja. <laughs> Was? Kann ich Bestätigen, irgendwie. Ja, irgendwie. I don't know. Du, aber ich wird so das Achievement Hunting ja auch mal hier in E-Sports reingeht und so, und dann bewerbe ich mich, dann komme ich da vorbei. Hört sich gut ja, an. Ja, vielleicht. Bude das wird neu gemacht, <laughs> Fitnesscenter ist da, Betreuung, <laughs> wilde Frisuren gibt es dort, das hört sich super an. <laughs> Vielleicht mal in die, in die Runde geworfen, vielleicht hast du ja damit äh, irgendwie ein bisschen Affinität. Ähm, äh, Vincent, äh, warum wird so wenig äh, in Deutschland über Dota berichtet? Gute Frage. Ähm, ich glaube. Hm. Das ist wirklich eine sehr gute Frage, die ich nicht beantworten möchte. Also ich kann einfach nur meine subjektive Einschätzung dazu abgeben. Das liegt unter anderem daran, dass zum Beispiel die nationalen Turniere von einer großen, ich nenne es mal Medienanstalt in Deutschland, Freaks for You, vertreten werden, nämlich durch 99 Damage und durch Summoners In. Und Summoners In und 99 Damage haben es halt geschafft, sich eine große Fanbase zu etablieren die sich dafür interessiert, das zu gucken. Und ähm, wenn da ebenso eine große, ich sag mal, ja, mediale Aufmerksamkeit auf Dota gelenkt werden sollte, dann muss da einfach ein Projekt gestartet werden, wo einfach eine Liga stattfindet, die auf nationaler Ebene, wie auch immer, nur deutsche Organisationen, ähm, und dann es da vielleicht auch deutschen äh, Content, der für, weiß ich nicht, für die deutsche Szene ähm, was bringt. Aber ähm, ja, also würde ich jetzt einfach so einschätzen, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, Dota hat aber auch gar nicht solche PR-Präsenz, oder? M nein. Oder? Ich meine, ich Do weiß es nicht. Dota war damals äh, zu Dota, also als es noch ein Mod war, war das ein super beliebtes Spiel in Deutschland. Hm. Ich weiß nicht, ob League of Legends in Deutschland vielleicht Dota den Rang abgelaufen hat. Also ich könnte mich ich zum Beispiel nicht erinnern, dass großartig was hier war. Wir hatten schon ja, ja, ich Intel mein, die, Extreme Masters, Gamescom, Turniere. Nee, 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 nee. Die ESL One äh, in Frankfurt ist ein Dota-Turnier. Und Ach, das Ach, okay. richtig Das ist in der äh, Commerzbank Arena. Das ist ein Riesen... Äh, also eine Riesenveranstaltung. Ja, ich glaube, auch... Dota kam zu spät, oder? Kam Dota nach League? Ja. Ja, dann hast du da eh. Also schon Dota 2 kam nach League. Ja, dann hast du an sich war ja, denke ich eh schlechte Karten. Ja, also grundsätzlich, es gibt schon große Turniere äh, Dota-technisch in, in Deutschland, aber es gibt halt keine, ähm, zumindest ist es mein Eindruck, weil ich bin in der Dota-Szene überhaupt nicht drin. Äh, es gibt halt nicht so die deutsche Dota-Fan-Kultur ja, vielleicht. Dass man sich in einem Community-Forum austauscht wie auf 99 Damage oder äh, bei Summoners Inn solche Geschichten. Sind da, glaube ich, noch nicht so gewachsen. Ja. Hm. I don't know. Ich weiß es auch nicht. Ähm. Die Frage ist, wollen wir kurz, äh, habt ihr Lust, wollen wir kurz in die Pause gehen, dass Vincent mal irgendwie verschnaufen kann, weil der hat ja jetzt wirklich sehr viel geredet. Jeder kann nochmal auf Toilette <laughs> gehen und wir quatschen einfach dann allgemein danach und äh, greifen uns noch ein, zwei Fragen, die ihr stellen könnt im äh, Curseless äh, Twitch der Plankenschnack oder Hashtag Plankenschnack bei Twitter. Das könnt ihr euch äh, aussuchen. Und dann können wir gleich noch, werden wir auch, denke ich, noch andere Themen aufgreifen, wo wir alle ein bisschen was zu sagen können. Und ich glaube, das heißeste Thema überhaupt wird heute auch noch besprochen. Yeah! Yeah, da freut sich schon jeder drauf. Yeah. Haben wir da überhaupt eine Lizenz für? <laughs> oh, ich weiß gar nicht, ob wir das redaktionell aufbereitet haben jetzt. Oh. No. Uh. Regie, geht ihr konform mit der Pause, Leute? Ja? Ja. Brauchst du nicht, aber ich nehme sie. Oh, ja, wie, halt. wie, wie lange denn eigentlich? Naja, so zwei, drei Minuten mal piechen gehen und so. Oh. Fix mal durchatmen, wenn du verstehst, wie ich meine. Ja, kann ich nicht mehr, leider. Also, ich bräuchte eine längere. Also alles gut. Zwei, drei Minuten ist wohl Regie, können wir in die Pause? Alright. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Wir gehen in die Pause. Bis gleich. Stellt Bis eure gleich. Fragen bei Twitter und äh, im Curse. Bis dann. Hallo, willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir sind aus der Pause zurück und, ähm. <laughs> ich weiß gar nicht, wie ich das Thema anfangen soll. Ähm, warte, 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 ich ziehe mir meine Sarkasmusbrille an. Oh. Äh, Sonst kriegen wir ich mein mehr zu hören. Äh, der ist so arrogant geworden. So. Es ist ja, es schwebt was im Raum. Ähm, ich habe mich vehement dagegen gewehrt, muss ich dazu sagen, dass wir heute darüber reden. Aber irgendwie ist es scheinbar wichtig, dass Menschen dazu unsere Meinung hören. Und es geht um diese wundervolle Problematik mit Kellogg's Frosties. Ähm, die sind die nicht sind, mehr so süß wie früher. Die sind nicht mehr so süß wie früher. Ich die glaube, sind immer ausverkauft momentan, wenn wir einkaufen gehen. Katastrophal. Ja. Katastrophal. Künstliche, künstlicher Engpass hier. Ja. ja. Das es kennt man komisch. sonst nur so von Konsolen. War das nicht bei der Switch auch so? Das Plastik-Ding? <laughs> was? Okay. Nee, Spaß beiseite. Rundfunklizenzen. Ähm, ich werde mich zurücklehnen, diesbezüglich vielleicht einen einzigen Satz sagen. Ich werfe das jetzt so in den Raum. Ähm, was ist eure Meinung dazu? Und ähm, was haltet ihr von dieser ganzen Thematik? Ich bin traurig dass ich keinen Brief vom Landesamt bekommen hätte habe, muss ich sagen. weil diese ganze Promo hätte ich auch gern gebraucht. gehabt gehabt habt ja ähm, wenn alle über mich nee ähm, also das ist ich weiß gar nicht, warum so viel Panik darüber gemacht wird ehrlich gesagt weil, ähm, weil Halbwahrheiten ja. ha ha Halb jetzt äh, verbreitet werden. Ja. Die Leute laufen, äh, kommen in, in, in Channels rein, in, in Streams und sagen, oh mein Gott, werfen irgendwelche Zahlen in den Raum und sagen, das ist jetzt so, das ist Fakt, das, so ist das jetzt. Ab, ab 500 Zuschauern musst du jetzt Rundfunkgebühren äh, zahlen. Das ist zum Beispiel das, was ich im Chat hatte. Darum diskutiert da gerade äh, jeder so äh, drüber und macht sich Sorgen und Gedanken und... Und 100.000 Euro kostet so eine Lizenz. Wo <laughs> soll man Was? das als, als Streamer nehmen, wenn man gerade mal anfängt? Also, hallo 100.000 Euro. Ähm, es wird halt mit Zahlen rumgeworfen, keiner hat eine Ahnung überhaupt, aber Hauptsache ich habe keine Zahl im Chat schreiben oder im Stream sagen. Und, und alle haben Panik und alle wollen meine Meinung wissen. Ich meine, uns kommt es ja auch zugute hier. Alle wollen auch unsere Meinung wissen. Aber ehrlich gesagt, mich nervt das Thema seit zwei Tagen. Und ähm, ich würde mir wünschen, wenn da einfach mal ein Richter äh, sagt, äh, Freunde, das Gesetz so funktioniert doch überhaupt nicht mehr. Eben. Ähm, mach da mal was. Ja, aber da muss, da muss halt die Politik was sagen, ne? Also die muss einfach das Gesetz abändern, was da momentan im Umlauf ist, weil das ist einfach. Wie alt ist das? 60 Jahre oder so? Ja, es hm. gibt nichts passendes. Ja. Ja. Also ich habe mich damit auch schon mal auseinandergesetzt, damals, als wir unseren Twitch-Kanal auf Alternate halt gestartet haben. Und ähm, auch der, der Mitarbeiter, mit dem ich da telefoniert habe, äh, der hat mir komplett recht gegeben, dass es das eigentlich kompletter Quatsch ist, was da äh, gefordert wird. Also ähm, einfach von der von der Logik her, weil es ist ja nicht so, dass äh, in dieser Logik festgeschrieben ist, dass du 500 Mindestzuschauer haben musst, um diese Lizenz zu brauchen, sondern Du musst die Möglichkeit haben, vielleicht 500 Zuschauer ähm, zu bekommen. Und das hat im Endeffekt jeder, jeder, der im Internet auf irgendeine Art und Weise etwas veröffentlicht. Ja. Und das ist halt einfach, es, 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 dieses Gesetz passt einfach nicht in unsere Zeit. Das ist zu alt. Da muss was Neues her. Also, meine, meine zwei Sens, Leute, ähm, und das ist das Einzige, was ich dazu sage. Twitch ist ein US-amerikanisches Unternehmen. An dieses Unternehmen treten wir alle Rechte ab an dem geistigen Gut, was wir hier verteilen. Das heißt, im Grunde genommen besitzen wir nichts. Nichts, gar nichts. Wir besitzen hier nichts. Und äh, in diesem Fall ist das ähm, genau das gleiche wie mit der GEMA. Die GEMA hat hier keinen Einflussbereich. Dasselbe ist mit den Medienanstalten und wie sie alle heißen, alle, die aus Deutschland kommen. Sie haben hier keine kein, Möglichkeit, irgendwas rechtlich zu tun, denn wir stehen hier unter amerikanischem Recht. Wir haben auch, wie gesagt, unser Eigentum abgetreten in den TOS, mit den Verträgen, die wir gemacht haben, mit den Leuten. Das heißt, im Endeffekt müsste die Landesmedienanstalt aus welchem Bundesland auch immer sich mit Twitch auseinandersetzen und nicht mit uns und ähm, ich glaube oder ich denke das ist meine Vermutung ich weiß es nicht genau und ich will auch nicht spekulieren aber ich denke dass das das ist was nachher passiert und es wird im Endeffekt nichts passieren weil sie daran scheitern werden ähm, I don't know also ich mache da keine Panik wir werden sehen was passiert ähm, mich würde das Geld zum Beispiel gar nicht äh, stören denn das finde ich ist rechtlich okay dass man eine Lizenz braucht, eine Sendelizenz ab, einem gewissen, ab einer gewissen Größe, kann ich verstehen, ist vollkommen in Ordnung. Nur sind die Auflagen völliger Mumpitz. Also ich finde, ich das Einzige, was mich an der Sache stört, sind die Auflagen, die du dann bekommst, Jugendschutzbeauftragte, du darfst vor 22 Uhr, yappy, yappy, das nicht machen und jenes nicht machen. Aber es ist nirgendwo in irgendeiner Form auch nur irgendwas niedergeschrieben. Was, äh, was sich ans Recht bindet, mit einer Begründung dieses Paragraphens oder was auch immer. Es sind einfach nur Texte geschrieben worden, in dem irgendwas begründet wurde. Also begründet im Sinne von textlich ausgeführt, so, das ist das Belangen und mehr nicht. Und deswegen gibt es da, ist überhaupt gar keine, keine, man muss da keinen Stress machen. Nicht. Nicht wirklich. Punkt. Genau. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Ja. Das Nächstes mit, Thema. <laughs> das mit den Stimmt das eigentlich wirklich mit den Kellogg's Frosties? Oder Nein. Okay. Die Kellogg's Frosties sind immer noch so süß wie immer und sie wecken immer noch den Tiger in dir. Gut, ich hatte schon Angst. Ja, ich hatte aber schon Angst. Ist, ist du die aber auch so immer ausverkauft bei uns. Ja, ja. Ich, also wenn ich so äh, halt nicht Müsli esse, sondern halt so ein, so ein Süßkram quasi in dem Bereich, dann esse ich normalerweise Kellogg's Frosties. Ja. Oder Smacks? Mini-Minis sind voll lecker. Hm. Davon hm. kann ich zwei, drei essen, aber so Smacks. Ach, viel Honig. Sie noch mit dem Frosch? Ja, die ja. waren auch lecker. Die sind wirklich super lecker, ja. Boah. Großartig. Ja, nächstes Thema. <laughs> ähm, ich habe noch jemand Schön. eine Frage gestellt so, an dich, Vince. Ähm, ja. Ich meine, ist ja auch klar, du bist ja hier sozusagen Sondergast. Äh, Vince sprach über seine Rolle als Manager im Bereich von Finanzen, Orgas, Hochschul. Gibt es Pläne, game-technische äh, Trainer einzustellen? Oder kommen die aus den eigenen Teams? Also, ähm, hast du verstanden? Ne. Ja. Also es, es geht darum, äh, ob wir weitere Trainer oder ähnliches für unsere Teams einstellen wollen. Richtig? Also gibt es Pläne, game-technische äh, Trainer einzustellen? Also wirklich so wie ihr das ja jetzt habt mit LoL. Genau, ja. ja. Also für CSGO haben wir auch einen Trainer. Ähm, das ist der großartige Tobi, äh, der unsere Jungs da betreut. Und in der Regel ist es so, dass die die Spieler da auch schon ein gewisses Mitspracherecht haben, äh, wer ein guter Coach ist. Also man kann sich das wie ein Spielerrat vorstellen, der sagt, okay, ähm, das ist ein Mensch, der uns voranbringt ähm, und dementsprechend sind wir da auch sehr auf Erfahrungswerte von den Spielern angewiesen, weil ich bin kein Profi, also, kann da zu, also natürlich weiß man, wer in der Szene gut etabliert ist als Coach, aber in der Regel ist es so, dass die Spieler da auch einfach äh, Mitspracherecht haben in diesen Belangen, weil die müssen mit dem im Endeffekt auch ständig arbeiten und äh, auch im Endeffekt die Vision und die Idee des Trainers äh, genauso verkörpern und umsetzen wollen. Weil wenn wir denen jetzt einfach einen vorsetzen und sagen, guck mal, das ist äh, Pep Guardiola, der lässt ganz tollen Fußball spielen, aber hat von E-Sports keine Ahnung, dann äh, werden die das nicht unbedingt gut finden. Also sucht ihr, ähm, wenn ich fragen darf, sucht ihr die raus oder? Ja, das ist genau wie mit Spielern. Äh, das hm? ist im Endeffekt invite only. Wir sind, da so ein wir sind da so ein bisschen exklusiv, leider. Muss ja auch sein oder nicht? Ja, natürlich. Also wir sind halt, also wir sind halt, wir sind halt einfach eine. eine Profi-Mannschaft im Endeffekt. Und natürlich kann man äh, auch zum, zu einem großen Fußballclub gehen und sagen: Ich möchte bitte bei euch spielen, dann spielst du aber halt in der siebten Mannschaft. Und äh, da gibt es dann auch natürlich Strukturen, aber für, dafür haben wir einfach keine Ressourcen, um sowas abzubilden. So zum Beispiel so Community-Teams, die dann in kleinen Ligen spielen und wie die so ein bisschen supporten. Wir fokussieren uns wirklich auf das professionelle Geschäft und ähm, ja, das ist für uns wichtig. Wobei uns unsere Fans natürlich auch wichtig sind. Also wenn, wenn Fragen zu den Teams oder irgendwas äh, besteht, bei Twitter, bei Facebook könnt ihr uns eigentlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichen. Ähm, und ihr werdet da normalerweise immer eine Antwort bekommen. Und wir freuen uns da über ja, Fans und auch <laughs> über Input und über alle möglichen Dinge, um jetzt den Sellout dazu auch zu beenden. Wen muss ich anschreiben? Alternate EdX, ne? Genau, Alternate EdX. Seid ihr 24-7 äh, für uns erreichbar? Fragezeichen. Ich frage für einen Fan. <laughs> ich frage für einen Fan. Ich probiere das jetzt aus. Ich ja. werde diese These... Ich, we, for science, Leute. Ich, so bin ich für euch. Die Community geht vor. Ich arbeite für euch. Ich hab's gefragt jetzt. Ich hab auch überhaupt nicht an Alternate Hedex ge... ach oh Gott, Dizzy. Wow. Wo, wo hast du hingetwittert hin schon wieder? Ja, in, ins Leere. Ah. Oh Mann, Dizzy, du bist aber auch echt so schlecht, ey! Okay, super. Aber das finde ich jetzt raus. Leute, ich finde ich find das jetzt raus. <laughs> also mir antwortet Alternate ja immer, ne? Das stimmt, ja. In der Tat. Da sind wir allerdings nur bis 0 Uhr nachts erreichbar mhm. auf den sozialen Medien. Also. Ja. Haben wir jetzt eigentlich über, über so die finanziellen Sachen gequatscht? Kurz am Stimmt, Anfang, äh, ne? Ja, aber so, so, so richtig. Ja, ich, ich hätte noch nämlich noch zumindest eine Frage. Ja, aber raus. Wenn ihr jetzt sagen würdet, ein Turnier gewinnt. Ihr gewinnt jetzt irgendwie die 9 Millionen Dollar. In League of Legends gibt es noch nicht, aber vielleicht bald. <laughs> das wird ja wahrscheinlich nicht an die Spieler verteilt und die können sich dann laues Leben machen, sondern das läuft ja wahrscheinlich dann ein bisschen anders. Ähm, also grundsätzlich wird das Preisgeld immer an die Organisation, unter der die Spieler äh, spielen, ausgezahlt. Ja. Und ähm, dann ist es eben abhängig, in welcher Organisation der Spieler spielt und wie die Vertragsdaten dann aussehen. Und in der Regel ist es so, also das ist jetzt nicht unbedingt das größte Geheimnis, unsere Spieler bekommen ihr Preisgeld fertig. Okay. Ähm, wir, wir, wir als Alternate sind nicht unbedingt auf diese Gelder angewiesen, äh, dass wir versuchen, uns an Preisgeldern zu bereichern. Ähm, weil, wer es nicht weiß, Alternate ist einer der zehn größten Online-Shops in Deutschland und ob wir dann jetzt hier 20.000 Euro von den Preisgeldern absahen nein. Da, das haben sich die Spieler auch erarbeitet und für uns ähm, zählt der Pokal, der dann bei uns im, im Bootcamp steht und mit Conflex gefüllt werden kann. Prostis. Prostis, genau. <laughs> okay. ja. Stehen da viele mittlerweile rum? Da stehen sehr viele. Ja? ja. Mhm. ja. Habt da, ihr davon so Fotos und Benenne? Davon, es gibt, es gibt eine Roomtour theoretisch von einem unserer Spieler. Äh, die, ja. Kann man sich ansehen. <laughs> das ist der gute Scarface auf YouTube. Da gibt es auch ein paar Tutorial-Videos, wie man gut auf der Top-Lane spielt. Also ist eigentlich so, also ist halt für jüngeres Publikum, muss man sagen. Aber kann man sich mal angucken. Da gibt es eine gaming haus tour Da sieht man auch viele Pokale. Ja. Also da werden bestimmt 20, 30 Pokale stehen in dem Haus. Das. Shoppte. Da ordentlich. Ordentlich, ne? Aber da stehen auch erste Plätze, ne? Da stehen auch sehr viele erste Plätze, ja. Okay, gut. Also wir waren, wir waren auch schon des öfteren Weltmeister, ne? Also auch in CS, also Counter-Strike und so weiter. Damals, ähm, zu Beginn unserer E-Sports-Phase ähm, war unser Counter-Strike-Team zusammen mit Mouse Sports und ja, da gab es noch ein paar andere, aber das waren so das non Plus Ultra in Counter-Strike, kann man sagen. MTW gab es ja da auch damals. MTW, genau. MTW ja. und äh. Dann kam die Skandinavier auch dazu, die waren auch immer sehr stark. Ja. Aber da steht wirklich einiges an Historie auch mittlerweile in dem Haus. Das muss man sagen. Ja. Wollen wir zum Community-Thema übergehen? Damit wir, das haben ähm, wir doch schon. Oder haben nicht? wir schon drüber gesprochen? Ja, Community-Thema waren doch die Lizenzen. Nee, das war ja, dabei. Äh, das Community-Thema sind ja AAA-Titel. Ach so. Hype okay. und Versuche der Studios einen Hit zu landen. So. Sieh Effect, Ghost Recon oder Horizon Zelda, Hit or Miss. Ja. Sadi, du hast heute nicht viel gesagt. Wie, wie sieht's da aus? Das kann ich kann nicht, warum die Leute immer erwarten, wenn, wenn jemand redet, dass ich reinkrätsche. So, ich höre halt zu. <laughs> ja, du bist ja richtig, aber du kannst ja heute auch mal deine Sprachzeit nehmen. Wow. Hm? Boah, was, was soll ich dazu sagen? Wie stehst du dazu? Wie ich dazu stehe, zum Hype generieren. Naja, es ist. Äh ich sehe das immer ein bisschen nüchtern und dann sehe ich irgendeinen geilen Trailer und sage: Ah oh Gott, das Spiel muss ich spielen. <laughs> ich lasse mich leider. Ähm und, und, was heißt leider? Ich, ich freue mich durch irgendeinen Trailer. Ich habe zum Beispiel Horizon vor zwei Jahren ähm, bei der E3 so die ersten Bilder von gesehen und die ersten Bilder haben mir gesagt. Gereicht zu sagen, bam, da spiele ich. Und da kann dann im Voraus können die das, das zerreißen oder sonst etwas, die Previews und so, das interessiert mich alles nicht, weil ich mir eben selbst mein Bild machen möchte und so. In meiner eigenen Welt stelle ich mir das dann eben so, oh ja, da habe ich richtig Bock drauf, das zu spielen. Ähm, und lass mir da von, von anderen gar nichts mehr, ne? Oh, ich warte auf das Spiel. Sag, so, ja, auf das warte ich auch. Das habe ich vor zwei Jahren gesehen. Aber oh, ich erst ganz kürzlich. Sag ich, naja, gut, ne, dann, dann steigst du jetzt mit auf. Aber ich, äh, ich, ich sehe das, äh, ich kann das verstehen. Ich, es gibt Trailer, die sind halt so toll gemacht, die sind uralt. Wenn ich sie mir heute noch anschaue, werde ich sofort so, okay, ich habe Lust da drauf. Borderlands 2, wo ist es? Ich habe, äh, das gibt es. Und äh, da lasse ich, äh, lass ich mich schon catchen, ne? Das mhm. kann schon passieren. Gibt aber auch andere, wo ich sage, wow, der Trailer, der sieht richtig gut aus, aber das ist halt jetzt so gar nicht äh, meins. So, so, so Shooter im Allgemeinen ist halt. Äh, ich spiele gerne Story-Shooter und Deckungsshooter, das ist in Ordnung, aber wenn es dann zu sehr in, in, wie zum Beispiel jetzt gerade Ghost Recon, dann gucke ich so sag ja, hm, ja, das sieht ganz gut aus. Aber also ich lasse mich nicht von was hypen, was mich prinzipiell überhaupt nicht interessiert. Das ist so, aha, ja, das sieht nett aus. Hm. Also, ich generiere mal meinen eigenen Hype. Es gibt so Sachen, so, oh ja, da freue ich mich drauf. Und, ne. Ja. Ich muss sagen, ich bin momentan so ein bisschen hype-müde. Aber es liegt Wie auch an dem. Wie kann man hype-müde sein? Was ist dem... denn das für ein Quatsch? Du bist müde, dich für Sachen zu begeistern, heißt das in meinen ja. Augen. Ja, er hat ja auch 100 Stunden Zelda gespielt. Da wäre ich auch nicht mehr begeistert von <laughs> irgendwas. Nee, natürlich. Das ist so, als hättest du 100 Stunden Witcher 3 gespielt danach. Musst du auch erstmal wieder ins Spiel kommen. Das oh, wow, du vergleichst ja, gerade einfach mit Böden, Junge. Das würde das <laughs> mir nie passieren, dass ich irgendwie ähm, meine Lust auf, 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 auf ein neues Spiel oder so verliere. Das kann mir auch, könnte mir auch keiner nehmen. Zigtausend Leute. Oh mein Gott, nur, nur, nur 20 Prozent. Also, ich gebe dem Spiel höchstens von 100 Punkten 20. So, ja, ja, könnt ihr mal machen. Ne? Ich gucke es mir trotzdem an und, und spiele das und freue mich da drauf. Also, so mein, meine eigene Freude, das geht gar nicht. Ich merke das nur momentan am, am Dark Souls 3 DLC, was halt jetzt nächste Woche rauskommt. Ich freue mich Freunden. drauf, es zu spielen. Aber es ist so, jetzt so nach so vielen Dark Souls, Bloodborne und nach diesen ganzen Releases von letzten Monat, äh, ja, ist cool. Ich werde es auf jeden Fall spielen und hoffentlich ist es so gut, dass es die Dark Souls Reihe komplett abschließt und ich genau das Spiel habe, was ich immer haben wollte. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit hier sitze und, oh, wann kommt es, wann kommt es, wann kommt es? Weißt du? Also, ich habe mir das abgewöhnt, in der Tat. Ich, äh, mir ist es zum Beispiel bei Forner ganz deutlich aufgefallen, was sehr viel PR-Budget macht. Und ähm, ich finde, diese ganze PR-Sache ist ja witzig. Werbung machen ist cool, aber man kann es auch übertreiben. Und momentan ist es wirklich so, Konzerne benutzen viel zu viel Geld, um viel zu viel Promo zu machen. Mhm. Und das macht Spiele überdrüssig. Und das Schlimme ist, dass Leute dadurch müde werden, weil sie sich mitreißen lassen. Ähm, ist ist meine Theorie, ohne jemand persönlich anzugreifen. Aber vorne war in meinen Augen gegessen, weil du konntest schon bevor Order rausgekommen ist, konntest du Voronner mindestens 200-300 Stunden spielen. Spielen, das war es eben. Du konntest das schon spielen. Ähm, Wildlands, auch völlig, völlig over, over, overhyped. Und äh, da gibt's. Aber so der viel... Hype bis dahin, weißt du, bis dahin hatte ich mich auch auf dieses Spiel gefreut. Aber dann hatte ich die Möglichkeit, es zu spielen. Und dann so. Ja. Also ich ich lasse mich davon nicht mehr wirklich äh, mitreißen, weil mir ist das, also mir ist das wirklich egal. Ich kaufe mir das, wenn das rauskommt. Bei Mass effect Andromeda zum Beispiel. Ich habe einen sehr engen Freund, der da schon wahrscheinlich 100 Jahre drauf wartet und das ist seine mhm. allerliebste Spielreihe. Und ich sage, ja, ist ja gut, entspann dich, mach mal dein Ding so. Und dann gucke ich mir das aber auch nicht an, weil ich denke, dass das so wie bei Slappy dann irgendwann ist, man ist müde. Man ist müde, weil gerade wenn du jetzt Januar, Februar, März, überleg mal, wie viele Spiele rausgekommen bist, du bist ja nur. Du bist nur am Pumpen, das ist Hochleistungssport. Das, das, die Spiele durchspielen ist wirklich Hochleistungssport. Wenn du alles mitnimmst und du, du bist nur noch am Machen. Da kommt ein großer Titel nach dem anderen raus. Dann hast du Zelda angefangen, dann kommt Mass Effect, dann drum da. Und dann wirst du komplett zugeworfen mit Spielen. Und dann ist natürlich klar, dass man dadurch müde wird irgendwie, weil. Oder, oder es nachher nicht so ist, wie, wie man sich das vorstellt. Also bei Mass Effect zum Beispiel. Das wird ja auch komplett zerrissen von den Leuten. Ich habe mir das jetzt nur ein bisschen angeguckt und ich fand es noch gar nicht so schlimm. Also, da sind ein paar Sachen echt scheiße drin, aber ja, man kann es man halt irgendwie trotzdem spielen. Das ist jetzt nicht so, dass es, dass es nicht geht. Ja, das mache ich, ich jetzt gar nicht. Also, das ist eben, ich sehe das allererste Mal was von diesem Spiel und dann ist schon bei mir so, okay, das könnte mir gefallen. No? So, oh. Das könnte, und dann ist das für mich gegessen. Alles andere, was danach kommt, kommt bei mir schon gar nicht mehr an. Ich gucke mir auch keine zusätzlichen Trailers mehr an oder renne diesem Spiel hinterher, sondern ich sehe es, sage, bäm, das werde ich spielen. Da habe ich Bock drauf, das sieht gut aus. Und dann spiele ich es und dann finde ich für mich raus, ist es, äh, ist es jetzt gut oder ist es nicht gut. Ne? Das war genauso wie No Man's Sky, so viele Leute so extrem enttäuscht waren. Ich habe gewusst, da kommt ein Spiel auf den Markt, da gibt es zigtausend unzählbare Planeten, die kannst du bereisen. Jo, geil, das will ich spielen. Und alles andere, was da versprochen worden ist, hatte ich bis zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel erschienen ist, gar nicht mitbekommen. Sondern ich habe mich einfach nur auf dieses Spiel gefreut und diese komischen Kreaturen, die ich da über. Und, und habe 60 Stunden lang Spaß gehabt. Und erst im Nachhinein so, ah na ja, gut, da wurden Sachen versprochen und nicht gehalten. Und, und im Nachhinein dann gesagt, ja, okay, das ist nicht in Ordnung. Aber das habe ich mir vorher gar nicht zu Gemüte geführt. Und deshalb konnte ich das Spiel so genießen und hatte einfach nur Spaß. Gut, also ich bin da. Ich, ich, ich lasse mich da. Ne? Erster Blick spiele ich und alles andere ist dann so pff, interessiert mich nicht mehr. Höre ich ja. mir nicht, informiere ich mich nicht. Bin Bei mir ist super. das halt so. Ich informiere mich halt gerne vorher über alles Mögliche. Ich gucke mir alle Trailer an. Ich gucke mir mhm. jedes, jedes äh, Unterhalt, jede Unterhaltung auf YouTube an von verschiedensten Content-Creatorn. Ich gucke mir Streams an, so das, das ist für mich Echt? halt meine Freizeit. Ich mache das halt gerne. Ja. Aber Und? die Zeit, die ich damit verbringen würde, so viel Recherche über ein Spiel, anzuspielen, das spiel ich, also, anzustellen, da spiele ich lieber in der Zeit ein anderes Spiel. Das, mit <laughs> ja, zu, das, das, das wäre mir Ja, das mache ich auch manchmal, aber nee, mir macht das Spaß. Mir macht das wirklich Spaß. Und dann machst du dir die Freude auf ein Spiel kaputt. Nee, mache ich nicht. Nicht immer, manchmal. Aber also ich weiß, was für ein Dark bei... du sonst bist, ne? Dark Souls! Und nee. jetzt kommst du mir so. hm, Ja, ja aber eigentlich so. auch nicht. Guck mal, zum Beispiel Dark Souls 3 habe ich auch erst gespielt, zwei Monate nachdem es rausgekommen ist. Das letzte DLC habe ich auch erst gespielt, nachdem es schon lange rausgekommen ist. Weil du ist. für deine anderen Spiele immer so lange brauchst. Ja, es tut mir leid, ich nehme mir halt die Zeit, <laughs> die sie wert sind. Du wolltest. Äh, war das nicht? War da nicht irgendwas Bestimmtes, was du nicht wolltest? Was ich nicht wollte. Ja, irgendwie hatte das einen bestimmten Grund. Ja, ich weiß es auch. Der hatte er damals gesagt, warum hat er damals nirgendwo zugesehen bei Dark Souls und so? Du, du hattest das extra abgewartet, bis du es dann gespielt hast. Ja, ich weiß genau. noch nicht mehr, warum. Lässt du dich eigentlich auch noch anheizen, Vincent? Wenn du, du spielst ja eigentlich nur League also, und CS. Ist da noch irgendwie sowas in dir, so eine Flamme, wo du sagst. Yeah. Es, yeah. es, kommt, es kommt wirklich, also es kommt wirklich ganz, ganz selten vor, dass, also, obwohl, nee, es, das stimmt absolut gar nicht. Es kommt sogar relativ häufig vor, dass ich mir ein Spiel kaufe, weil ich angeheizt wurde. Und ähm, dann fange ich Witcher 3 zum Beispiel. Ne? Ich habe keinen Witcher-Teil vor, vorher gespielt, weil ich halt vorher WOW gespielt habe und keine Zeit hatte. Und ähm, dann habe ich Witcher 3, ich glaube, einen Trailer gesehen und dachte so, oh, du musst das spielen, du musst das spielen, du musst es dir kaufen. Ich habe es mir gekauft und äh, am Ende des Tages habe ich eine Stunde gespielt. Und das, das tat mir tatsächlich auch leid, es hat mir wirklich leid getan für das Spiel, weil das Spiel war gut, mir hat es auch Spaß gemacht am Anfang, also es ist alles gut, aber ich habe dann einfach keine Zeit gefunden, um es weiterzuspielen, weil ich eben mit meinen Kollegen nach der Arbeit League of Legends spielen wollte. So, und ähm, also ich lasse mich schon anheizen von Spielen oder auch von, von so, so Marketinggeschichten, ich lasse mich da echt äh, relativ gut reinziehen. Ähm, aber dass ich dann langfristig ein neues Spiel spiele, es kommt super super selten vor. Das letzte Mal, als es vorgekommen ist, war das, das war Paragon. Das ist auch wieder ein Multiplayer-Spiel. Bei Paragon war ich komplett, da war ich lost. Da bin ich, da war ich auch einer der Top 100 Spieler, Spieler in der Welt tatsächlich. Das oh. haben ja nur 102 mitgespielt. Genau, nee, es nee, haben schon ein paar mehr mitgespielt, aber das habe ich wirklich richtig hart gesuchtet, einfach weil es mir echt viel Spaß gemacht hat und weil es halt auch in meinem Genre irgendwo unterwegs ist, Multiplayer und so weiter. Grafik war schön anzusehen, ähm, aber auch das hat es dann irgendwann nicht mehr gebracht und äh, ja, dass mich Spiele wirklich fesseln, wo ich vorher gehypt war, das kommt super, super selten vor. Also, ja. Und was machst du mit deinem ganzen Geld, wenn du keine Spiele kaufst? Kaufst du wenigstens Hardware? Nee, auch schon länger nicht. Tatsächlich habe ich vor, mir mal einen neuen Rechner zuzulegen demnächst. Mit Ballistix-RAM? Ähm, mit Ballistics ram und möglicherweise auch einer Samsung SSD oh. und vielleicht kaufe ich mir auch einen neuen Monitor. Oh, da kenne ich auch eine gute Marke. Ja, hat mir ja. ein Kollege empfohlen letztens. Der war bei dir letztens, ne? Ja, hat er mhm. mir empfohlen. Fand ich sehr schön. Ja. Gibt's das auch bei Alternate? Das gibt's bei Alternate. Und zwar bequem online. <laughs> Wow! Woo. Yes. Das, 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 das. Man muss Leute von Alternate einladen, um eigentlich mal so richtig einen Sellout zu machen. Weißt du, dann sagst du so: hier ist fünf Minuten Zeit, let's go, Baby. Alright, Ladies and Gentlemen! Hose <laughs> runter, auf geht's. Ja. Hm? ja Super. Können, können wir gerne machen. Schön. Ähm, wollen wir großartig noch über das Thema weiter, weiter sprechen oder ist das so euer Eindruck so, was ihr habt? Wollt ihr noch was loswerden? Impressionen? Chat vielleicht? Habt ihr noch was? Weil sonst gehen wir nämlich in äh, Slabby seine, seine Lieblingskategorie. Äh, Kategorie. Ich hoffe, du hast dein Jingle vorbereitet. Beep, beep, beep. Ja sicher. Ähm. Alright, Slabby. Bereite dich jetzt mental darauf vor und jetzt will ich Performance sehen. Ich will heute ein richtig geiles Intro sehen. Let's go, baby. Ich bin sowas von bereit. Okay. Come on. Die Twitch News. Hallo. Die Twitch News. <laughs> Nein. Ähm, und zwar heute, äh, in als Thema Nummer 1, ist die Twitch De äh, Desktop-App erschienen in der Beta. Hat die schon irgendwer von euch ausprobiert? Ich liebe sie! Ich seh überall nur, oh hier habe ich. Räume für euch erstellt, hier eigener Server, hier dürfst du drauf und ich habe sie noch nicht mal installiert. Wo gibt es das? Äh, App.tv, glaube ich. Ich gebe euch natürlich gerne den Link dafür. Ich liebe sie. Ich habe mir, äh, ich glaube, am Donnerstags wurde sie, äh, wurde, ne, ich habe sie am Freitag dann installiert und ich hatte vorher keinen ähm, Bezug zu ähm, Discord? Also ich habe Discord noch nicht mal installiert gehabt und ich habe halt diese App und das ist alles so ineinander und, und es ist so, es ist so toll. Ich liebe sie. Das ist, ist das, super. Ist das die Geschichte, wo auch die gekauften Spiele dann auftauchen? Ja. Das ah, wird okay. alles in einem sein. Der es, ist so, es ist auf. aufgeräumt, es sieht toll aus. Es, natürlich Später, es ist es ja. eine Beta Später. und es ist, es ist fantastisch. Also ich, ich mag die wirklich unglaublich gern. Die Sprachqualität ist sehr gut in den, äh, in den, in den Chats. Also es, es ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Ach, es gibt Chaträume auch? Ach, das ja, es mhm. gibt Chaträume, es gibt Voice-Räume, du kannst den Stream da drin gucken, du hast den Twitch-Chat da drin. Das Twitch ist eigentlich auf dem Desktop. Videochat mittlerweile auch? Videochat gibt es da drin auch. Du brauchst kein Skype mehr da drin. Der Voice-Chat ist auch okay. Okay. Das ist ja, okay ja. Also Ach, manchmal bricht er auch ab. ab und so. Okay. Ab und an mal. Aber es ist, es echt ist halt toll. ein Cloud-System, was für mich einfach so ein bisschen äh, ist. Deswegen bin ich da eigentlich, also das ist sozusagen wie ein Forum für mich und die Leute können da drin den Stream gucken. Mhm. Aber dafür finde äh, find ich es sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, ähm, also sie wird ja noch überarbeitet. Sie, das Ding kriegt so viele Patches. Äh, ich habe noch nie was gesehen, was so viele Patches kriegt. Mhm. Noch nie. Und äh, ich denke, da wird sich noch einiges tun. Das wird sehr, sehr geil. Ja, cool. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade den Twitch Chat da drin auf und den Stream mhm. nebenher live. Mhm. Cool, muss ich mir mal angucken. Ja. Ich mir auch, auf jeden Fall. Würde ich für euch empfehlen, ja. Aber alles ist wieder so wie in Discord auf Räume eingeteilt mhm. und wenn ich in einem Voice Chat bin, dann kann ich nicht mit demjenigen einfach schnell irgendwie chatten, sondern muss einen extra Chat aufmachen ja. wie in Discord. Den ja. Extra-Chat, naja, du gehst einfach in den anderen Raum und, und tippst da weiter, während du mit dem redest. Ja, ja, aber ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt mit fünf Leuten in einem Voice-Chat bin, denen mal eben allen was zeigen, so wie ein TS. Na klar, postest du, du einfach unten rein. Ja, ja das Ja, geht. ja. Das ja geht. natürlich, das geht. Das geht, ja, weil das geht in Discord zum Beispiel nicht, da muss man nee, immer noch ein extra, eine Extra-Unterhaltung aufmachen. Achso, ja, da haben sie ja vielleicht ein paar Sachen sogar angepasst. Na, ja, mal gucken. Ich bin sowieso nicht derjenige, der den ganzen Tag in Discord rumhängt oder TS oder so. Bin ich alle auch aber diese TS. App, durch diese App habe ich jetzt doch noch. Äh, ich, ich mag die echt gerne. Also auf dem Handy habe ich sie mir noch nicht installiert, aber ansonsten, Rechner an, zack, App, hi. Ha fürs Handy gibt es sie auch schon? Ja. Yep. Yep. Also Aha. ich gucke jeden Morgen auf dem Tablet und lese die Räume durch bei mir. Hm. Jeden Morgen. Oder unterwegs oder so. Entspannt. Hm? Nächster, nächstes Thema: ähm, Seit Montag wird für manche User, ich habe sie zum Beispiel noch nicht, ich habe sie bis jetzt auch nur im Video gesehen, die neue Navigationsleiste ähm, rausgerollt. Ähm, da wird alles ein bisschen aufgeräumt, was bei Twitch glaube ich schon seit längerem äh, erwünscht ist, weil es so langsam wirklich sehr sehr hart fragmentiert ist, weil sich alles nur noch in dieser linken Bar befindet und ja, es einfach alles viel zu viel ist und da muss auf jeden Fall aufgeräumt werden. Deswegen wurden jetzt äh, zum Beispiel die Kategorien alle in Browse reingepackt. Es gibt eine Suchform direkt da oben drin. Ähm, Finde ich ganz schön. Ja. Wird wahrscheinlich noch weiter gemacht. Ist momentan auch noch in der Beta und ähm, ich habe es halt noch nicht. Hat es einer von euch? Nein. Schon gesehen? Nein. Nee, ich habe hab die Startseite schon gesehen, ja. Nicht die Startseite. Sondern? Die, Entschuldigung. Die NAVBAR. Neue Navigation oben. Ich hab die nur, das ist das, wenn die Leute immer sagen, oh mein Gott, Twitch sieht ganz anders aus. Und ja, ja, so, genau. Für mich sieht das Aber alles das hat, noch gleich aus. Haben bis jetzt nur ganz wenige. Ah, nee, okay. die habe ich auch nicht. Aber meine Seite an sich ist aufgeräumt. Das habe ich ja. Die Startseite meinst du oder was? Nee, 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 meine Folgenseite zum Beispiel. Die ist sehr aufgeräumt an der Seite und übersichtlich. Aber die neue ja. Navigationsbar habe ich nicht. Nein, Entschuldigung. Ron hat einen Screenshot jetzt gerade rausgesendet. Der hat das schon. Ja, gut, es wäre ja auch schade, wenn er die nicht hätte. <laughs> das stimmt. Also, also ganz ehrlich, ich oh, muss wirklich sagen, ich finde es schön, oh. was sie machen. Und ich finde es ich find's echt klasse, dass sie das Schritt für Schritt machen und nicht sagen, okay, Homepage Relaunch, let's ja? go. Und dann sitzt ja. da, uh, uh, nee, sondern immer so, so kleine Brocken. Ich finde ich find das schön. Weil uh, gerade so jetzt sage ich mal für uns Deutsche. Wir sind ja für Veränderungen nicht so offen. Ja. Was soll das hier? Alles anders, scheiß Seite, nicht mehr raus? Und so ist, man wird langsam rangeführt. Das finde ich schön. Ist oh cool. ja. Oder kommt gleich noch auf ein Thema. Ja. Finde ich sehr schön, sieht gut aus. Hm? Freue ich mich drauf. Finde ich auch. Ja. Ähm, eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es bei euch genauso ist, aber die ähm, Latenz. Ist sehr, sehr klein geworden in den letzten Wochen. Ähm, ja. Ich habe teilweise Streams gesehen jetzt beim Mario zum Beispiel, habe ich letztens reingeguckt. Ähm, der hatte irgendwie eine Latenz von zwei oder drei Sekunden tatsächlich. Ich habe was in Chat geschrieben und er hat sofort gesehen. Mir ist das letztens auch aufgefallen. Ich habe einen Streamer geguckt und also normalerweise würde dir das nicht auffallen, wenn es tatsächlich signifikant wäre. Und da ja. war das tatsächlich auch so. Also da, da wurde zwei, drei Sekunden, nachdem es im Chat stand, direkt darauf reagiert. Das ist tatsächlich ja. ziemlich cool. Also da wurde offensichtlich auch im Hintergrund dran gearbeitet. Finde ich auch sehr schön. Dann gibt es äh, eine neue Funktion, die habe ich bei mir auch noch nicht drin. Ich schätze, die wird dann auch testweise rausgeschickt und zwar die Autoqualität. Das heißt, du wählst nicht manuell nach Quelle, High, Medium oder so, sondern hast noch gleichzeitig eine, ähm, die Auto-Einstellung. Und dann, wenn mal dein Internet kurz schwach wird, dann switcht er automatisch auf Medium, quasi bei YouTube, wo es standardmäßig schon drin ist. Auf ähm. dem Handy gibt es das schon. Mhm. Ja. Und im Browser soll es jetzt demnächst auch kommen. Was ich zum Beispiel noch nicht gefunden habe, das ist mir heute aufgefallen, das war jetzt zwar nicht jetzt, sondern schon vor Wochen, ähm, es sollten eigentlich neue ähm, Quellen neue Qualitätseinstellungen kommen, mit wo du wirklich 1080 oder 720, 600, 400p auswählen konntest. Das habe ich bis heute noch immer nicht gesehen bei keinem Streamern. Das kannst du, glaube ich, bei League und so bei größeren vereinzelten ah. Leuten mhm. machen. Aber ob das bei jedem geht, weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass das ziemlich äh, ressourcenfressend ist, schätze ich mal. Mhm. Und bis das so alles funktioniert. Ich glaube ja sogar, äh, ist meine Vermutung, der HTML, HTML5 hat ja immer noch so ein bisschen spuckig manchmal. Ja. Und dann, vielleicht, dass das damals. Ich, ich weiß nicht, ist nur eine Vermutung. Also, okay. ich denke mal, für die breite Masse dauert das noch ein bisschen. Bis das kommt. Aber es ist nur eine Vermutung ins Blaue. Same. Dann kleine Service-Mitteilung, weil ja morgen, glaube ich, oder heute in der Nacht der Power Rangers-Marathon aufhört. Oh. Äh, das, der lief ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, was ich überhaupt nicht mitbekommen habe, als ich da gesubbt habe. Ich wollte halt für einen Monat die, ähm, die, die Emotes haben. Jeder, der bis morgen zu einer bestimmten Uhrzeit, ich weiß nicht, könnte schon heute Nacht irgendwie um drei sein oder so, ähm, gesubbt ist, darf alle Emotes für immer behalten, die es jetzt gerade gibt auf dem oh. Kanal. Also selbst wenn so in... gesubbt ist? nein nein nein, das ist ja wie bei jedem Kanal. Nee, so, nee, ich habe nee. gerade gelesen, ich habe es nicht richtig gehört. Wenn ich wenn ich jetzt meinen den Monat auslaufen lasse und nicht wieder resubbe, dann behalte ich die Emotes. Okay, echt? Ja. Für immer und ewig? So wie es in der Mitteilung stand und so wie ich es auf Twitter dann noch kommuniziert habe. Ich habe das auf Twitter mitbekommen, aber ich hatte das doch mal da auf dem Power Ranger äh, nachgelesen gehabt. Und da kam mir das so rüber, wie nur so lange, man es abonniert gehabt hat. Also lese es selbst nochmal nach, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die bleiben. Ich habe dann nochmal auf Twitter nachgefragt und wurde da ähm, auch nochmal drauf hingewiesen. Jo, schreibt Ron. Jo. Ja. Aber ganz ehrlich, wer hat sich diese Gehirnwäsche denn länger als fünf Minuten reingezogen? Also die erste Staffel habe ich mir aus, ähm, ich auch die erste aus Staffel. Nostalgiegründen habe ich mir so die ersten zwei drei Tage mit dem Weißen mit, mit, mit Johnny äh, habe ich mir alles angeguckt. Ich habe mir das, das mit war meine Dan Jugend. Ey, da zusammen war angeschaut. <laughs> also, ich, mit, mit Dance Gaming. Das war so lustig. Ich, ich, ich habe es mir bei meinem Lieblingsstreamer angeguckt. Bei mir? Ich habe das doch gar nicht gesendet. Ah! ah, der. ah. Den Witz habe ich heute noch nicht gebracht, den muss ich mal. Ja, sorry. Ja. Hast nee, du gerade gesagt, nicht. bei dir? Was? Hast du gerade gesagt, bei dir? Ja, ja. Achso. Oh, <laughs> oh der Slapsticker, ne? Das ist vor Krankenschneiden noch <laughs> viel schlimmer. Ist, also jeden, jeden, jeden zweiten Sonntag wird Slabby eigentlich immer permanent mit Schellen so zurechtgewiesen. Ja. Und da wundert ihr noch, noch ich, warum ich so bescheuert bin. Hm. Bei wem denn? Äh, bei Stay. Achso. Ach. Der, der hat es ja zu Beginn, hat er mal kurz ein bisschen Re Reaction gemacht und äh, da habe ich dann mal kurz reingeschaltet. Und das war, glaube ich, auch länger als eine Stunde, was ich da geguckt habe. Ja. Das war lustig. Ich habe eine Folge geguckt, danach habe ich ausgemacht ich habe ja, hab schon ge, ich habe ich hab förmlich beim zugucken gespürt wie, wie, wie ich iq punkte verloren habe. Aber ja, ich habe nicht mehr viele das, das geilste waren immer diese, Hand, diese handbewegungen weißt du wie die da äh, rumgestikulieren mach ja, das das ist voll gut das ist voll geil das. Ja. Okay. Aber hast die du neuen dir wahrscheinlich damals aber auch nicht angeguckt als grundschulkind schätze ich Nee, ich fand es damals schon relativ bescheuert ja. du warst damals schon erwachsen nee hm. nee nee ich fand es damals schon bescheuert okay ich war jetzt auch kein Fan davon, aber ich muss sagen, so die erste Staffel habe ich doch genossen. Was dann danach jetzt so, wenn ich jetzt noch reingucke, denke mir so. Jetzt ist nichts. Oh, aber ich, ich habe hier einen neuen Trailer gesehen, ne? Von dem neuen Power Ranger-Film. Mhm. Der sieht gut aus. Guck ich <laughs> <mich an. lacht> also ich hoffe, dass da jetzt als nächstes irgendwie coole Serien wie, weiß ich nicht, Pokémon oder Dragon Balls oder so kommt. Hast du oh, gerade cool. cool. ich denke coole Serien. Ja, wie wär's denn mal mit Inojaschaf? No A Team, A Team, zu. Was wie nicht so was negativ? ist mit mir los? Pokémon ist, ist so geil? Was ist denn? da? Hallo A Team, McGyver, ja, okay. Ein McGyver, ja, die dabei. können ja jetzt gar nicht, die können ja jetzt gar nicht Kon konkurrieren. Ein Duke und selten allein. Sowas, das sind, das sind, oh. so müssen die mal zeigen und nicht. Zur Gleichberechtigung, sagen wir es mal fairerweise zur Gleichberechtigung. Also jetzt noch mal Pokémon und sagen, Oh, nee. Aber ich hab Stargate, ich hab alle Nein, es ist Zeit wieder für was Cooles. Oh, Bay ist Bay cool. Baywatch lese ich gerade im Chat. Baywatch wäre ich auch zur, äh, für Ja, weil der Kick sowas könnte man mal machen. Wäre ja auch, weil, weil da auch ein neuer Film ins Kino kommt, ne? Ist er ist nicht sogar schon draußen? Nee. Wo ist er? Ich weiß ich, es nicht. Weiß ich weiß es auch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall den Trailer für Baywatch auch gesehen. Ja. Married with Kids wäre auch lustig. Also Was? schrecklich nette Familie. Ah. Das stimmt. Ich sehe gerade, viele haben sich jetzt Power Ranger Emotes geholt. Toll. <lacht> <lacht> ich werde mal auf die Neur-Liste <laughs> <Horror> setzen. <lacht> wow. <lacht> ich mag das gar nicht. Ich habe hab mir das reingezogen. Also ich habe ich hab wirklich mit dem habe mich bei, bei meiner Freundin an der Rechnung gesagt, mich da, nee. Wie können sich das 30.000, nee. Ich habe mich so, ich hatte so einen instant Flashback zu zu Teletubbies. Teletubbies, ne? Teletubbies, wow. Verblödung! vom Zugucken. Also das habe ich nur ein einziges Mal gesehen. Was Teletubbies? Ein einziges Mal. Ja, ja. Ich auch, mehr nicht. Und das war jetzt bei, bei Power Rangers auch so. Also ich, ich kann es nicht verstehen. Jeder soll es machen, wie er, wie er möchte, wenn sie darüber lachen können und so. Aber also ich kann es nicht. Hm. Hallo. Na ja, Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Ja. Eben, eben drum, zum, eben zum drum. Glück. Kann ja jeder machen, was er will. Das ist toll. So. cool. Genau. Und dann das, ähm, glaube ich, am hitzigsten diskutierte Thema, was ich so ein bisschen gelesen habe. Ähm, Twitch hat jetzt die Twitch Crates, die eigentlich schon längst angekündigt waren, äh, jetzt tatsächlich reingebracht. Also ich weiß nicht, ab wann genau sie ähm, losziehen, ob sie jetzt schon los, ob es sie schon zu holen gibt. Okay, Moment, was? Twitch Crates. Also wie, wie quasi spreche, in was? CSGO, du hast, du hast Boxen... Ah, diese, Loot, diese die, ja, so Lootboxen da. quasi, genau. Ah. Wenn du was im Twitch Launcher oder wahrscheinlich später dann in der Twitch App ein Spiel kaufst, für, das mehr als 5 Dollar wert ist, dann kriegst du halt für jeden Kauf halt eine, eine Box. Und dann ist egal, ob das jetzt gerade 50 Euro kostet, das Spiel oder 10 oder 5, kriegst halt immer eine, nicht mhm. irgendwie für 5 Euro dann zwei oder... Also bei zehn Euro zwei oder so, sondern immer eine. Und da sind dann random Preischen drin. So, das ist quasi so eine Marketing Marketing Trick, um die Leute dann noch ein bisschen mehr dahin zu bringen. Und dann machst du sie auf und dann bekommst du, weiß ich nicht, verschiedene Badges können mhm. da drin sein für den Chat, Emotes können da drin sein für den Chat oder halt eine gewisse Anzahl an ähm, an Bits, die du dann wiederum mhm. ausgeben kannst. So, das ist halt eigentlich nur eine Marketing Kampagne, aber ich habe mir so ein bisschen die Tweets äh, durchgelesen unter der Ankündigung und da waren Leute, die schon wieder das Ende ähm, des Armageddon auf Twitch äh, herauf, heraufbeschworen haben, weil Twitch Geld verdienen möchte. Also ähm, ja. Da kann das überhaupt eine Cover drin sein. Prinzipiell ist das doch gar nicht so schlecht. Es hm. ist jetzt, warum, warum ist die Intention da? Sie wollen Leute dazu locken, in diesem Launcher Sachen zu kaufen. Wie logge ich sie am besten? Ich könnte A, Games billiger machen oder B, ich könnte ihnen was schenken, was ihnen für die Seite sogar nützlich ist. Emotes, Bits, Patches, schieß mich tot. Kriegst du dazu? Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich es effekt Andromeda und man unterstützt den Streamer noch dadurch und alle verdienen Geld. Außer der Viewer. Und der kauft sich ein Spiel, was er sich sowieso spielen kauf, äh, was er sowieso kaufen wollte. Ja. Aber warum nicht? Ich meine natürlich, äh, natürlich, also ich bin kein Fan von von dem Launcher. Egal, ob ich daran was verdiene oder nicht, das spielt für mich keine keine Geige. Ähm, aber prinzipiell finde ich das gar nicht so verkehrt. Du kriegst halt noch was für deine Sachen, die du kaufst, und das ist doch nicht schlecht. Und das kannst du auf der Seite, die du ja konsumierst täglich, nutzen. Also warum? Was daran schlimm? Ich finde es ein nettes Gimmick, ne? Jetzt, ich lese es auch gerade, ich habe mir auch gerade vorgestellt, stell dir mal vor, du hast da so einen so einen violettfarbenen Kappa drin auf einmal. Ja, okay. ja, Der ist doch geil. Das ist doch ein nettes Gimmick. Ich sehe die Sache nicht immer gleich so. Oh mein Gott, ich finde das schön. Ist nett. Also ich glaube ja nicht, dass das irgendwie. Ähm, also Strike hat ja Case Opening, glaube ich, etabliert oder so. Ich glaube nicht, dass das nachher irgendwie... Also ich hoffe nicht, dass wir noch so einen Markt kriegen, wo wir die Sachen dann verkaufen können. Also... Ich ähm, auch nicht. Es steht ja auch explizit äh, drinnen geschrieben, Can I receive duplicate? It is possible, duplicate... Blah, blah, want, trades in this case, your inventory only show up one item. At this time is no way to trade this duplicate. Ja. At this time. Das heißt, du wirst sie nachher mit deinen Freunden auch noch tauschen können. Also, wie gesagt, ich bin, bin kein Freund von diesem Launcher-Käse. Ich bin jetzt nicht so, yeah, wir kriegen Crates. Ähm, aber prinzipiell finde ich es cool, dass du noch was dazu kriegst für deine Seite. Also es ist jetzt nicht so ein, ich sag jetzt mal, ein einseitiges Geschäft. Nicht ganz so einseitig, als wenn du irgendwo bei Steam was kaufen würdest. Zum Beispiel. Ja. Und bei Steam gibt es auch so kleine Geschenke immer. Wollte Artikel. ich gerade sagen, ja. Auch da ja. kriegst du das. Ja, ja. Wie hoch ist die Chance, alle dass es das in der Schweiz kommt? Mal schauen, Bits haben wir auch in die Schweiz bekommen. Also, das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, und Prime das waren haben wir ja nicht die wirklich. Twitch News. Das waren sie? Ihr, ihr, habt, ja ja. Kein, ihr habt ja auch keinen Amazon. Hm. Nee. Ihr habt keinen Amazon? Naja, es nicht. gibt kein Amazon.ch, das gibt es nicht. Dafür gibt es alternate.ch. Das gibt es nicht. <laughs> Ob das, das Das wollte Natürlich ich gibt vorhin das. fragen. Natürlich. Das. Ja, aber ganz sicher. Mm -hmm. Hi. Hi. <lacht> oh. <lacht> ich werde ganz rot. Warte mal, wenn der Stream aus ist. <lacht> <lacht> okay. Ja, so, wo waren wir? Heute der Ch. Sehr guter Shop. Okay, ich, der Channel wird missbraucht. Aber ich glaube, wir haben damit eigentlich alles abgehandelt heute, oder? ist ja. noch eine Frage bei Twitter reingekommen an Vince, die wir vielleicht noch. Ja, bitte, warum nicht? Ja, warum, gern. Äh, Was sorry, du von Heroes of the Storm hältst und ob es da mal ein Team eventuell geben wird. Okay, ich. also meine ganz subjektive Meinung zu Heroes of the Storm ist, ich habe das Spiel nach zwei Stunden ausgemacht, weil es für mich einfach nicht den. Ich weiß nicht, für mich nicht den MOBA-Charakter hat, den ich mir von dem MOBA wünsche. Also, ähm, ja, dieser Bungee-Effekt, der halt entsteht, dass ein Team, was sehr weit zurückliegt, wieder schneller aufschließt, den gibt es ja eigentlich in jedem MOBA, aber der hat mir zu Anfang, als ich das gespielt habe, überhaupt nicht gefallen, weil es viel zu stark war, meiner Meinung nach. Ähm, und ob wir ein Team machen in Heroes of the Storm, kann ich eigentlich momentan ausschließen. Also äh, ist für uns einfach kein interessantes Segment und ich glaube auch für Blizzard ist es mittlerweile nicht mehr so interessant, da einen E-Sports-Titel, also einen hundertprozentigen E-Sports-Titel draus zu machen. Das ist einfach, ähm, kann ich möchte nicht sagen Casual-Moba, weil das hört sich so ein bisschen ähm, Neg negativer? Ja, negativ an, sondern es ist einfach äh, ein Moba, was man zwischendurch einfach zum Spaß spielt, aber ähm, so auf kompetitiver Ebene ist es für mich nicht wirklich interessant. So, ja. Kannst du kurz mal bitte eine Frage klären und ich glaube, das wäre sehr wichtig. Warum könnt ihr keine Giveaways in die Schweiz machen? Ähm, ja, das kann ich tatsächlich erklären. Das ist einfach eine, äh, eine rechtliche Problematik. Ähm, es gibt ein deutsches Recht, was uns verbietet, Ware umsonst über die Grenze zu schicken. Und ähm, das sind irgendwelche, also ich weiß nicht genau, was dahinter steckt, aber es sind irgendwelche Steuer- oder Zollgeschichten. Und das gleiche gilt auch für Österreich. Also wir können Ware nicht umsonst über die Grenze schicken als Unternehmen. Einfach so. Das ist der komplette Hintergrund. Und mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen. Das ist leider so. Und wir ärgern uns da auch selbst drüber, weil natürlich kriegen wir da auch negatives Feedback. Oh, warum schließen sie die Schweiz aus? Wir schließen die Schweiz nicht aus, sondern das macht der Gesetzgeber leider. Ja. Cool, dann haben wir das auch endlich geklärt. Aber der, der Satz, der ist schon, der ist drin, der hat sich eingebrannt. Das, das kommt so auf Abruf. Du brauchst beschreien, giveaway, zack, bam. Satz, ja. Ja. Sehr gut. <laughs> ähm, die Streamer der Woche würde ich angehen. Content Creator der Woche. Oder oh, Content Creator, YouTuber. richtig. Wir haben ja auch äh, Leute von YouTube heute da. Wer möchte denn anfangen? Gibt es übrigens Vincent? Weil wir jetzt so zu, zum, langsam zum, zum Ende hingehen. Du hast das Schlusswort heute. Also, wenn wir nachher Tschüss gesagt haben, du hast das Schlusswort, du schließt den Plankenschnack als Gast ab. Oh, das wusste ich nicht. Ja. Äh, Deswegen, wir sagen das immer so, so kurz vorm Ende, dass ja, die Leute denn nicht glaub, so ewige Reden vorbereitet haben. Du hast das Ende heute. Schön. Aber du bist ja ein guter Redner, habe ich gehört. Ja, okay. Und schüttel dein Haupthaar immer. Das ist so. Also, ja. Ja, das ist dieses. dieses ich mache das eigentlich noch viel schlimmer, als ich, ich versuche mich schon zusammenzureißen. Ehrlich? Sind ja. irgendwie welche Kollegen gerade von Vincent hier und gucken zu. Könnt ihr den Jungen zum Friseur schleifen? Fesselt Ach. ihn oder macht sonst irgendwas? Aber <laughs> bringt ihn bitte zum Friseur. Er sah mal so gut aus. Ich meine, er sieht jetzt auch noch gut aus, aber diese Haare. Ähm, ich fange mal an. Okay. ich tot. Ich habe den Serium TV äh, mir ausgesucht. Äh, er kommandiert die Hutpiraten und ist ein Streamer, den ich schon sehr lange kenne. Also eineinhalb Jahre oder so kennen wir uns schon. Sind jetzt gerade wieder ein bisschen, äh, ne? man verliert sich ja manchmal auch so ein bisschen aus den Augen, trotz dass man auf dieser Plattform hier ist. Und haben gerade wieder, ich habe vor ein paar Wochen bei ihm sehr viel zugesehen, als er Neo gespielt hat. Und äh, das war mega angenehm. Also, es war ein unglaublich schöner und angenehmer Nioh-Stream. Danach konnte ich wieder nicht so viel nachzusehen, äh, weil er eben Sachen gespielt hat, die ich gerade aktuell spiele oder spielen möchte. Aber den kann ich euch ans, ans Herz legen. Ist ein unglaublich herzlicher Mensch, ähm, geht ganz wundervoll mit seiner Community um und ähm, ja, spielt alles. Also, äh, alles. Ich glaube, es gibt fast nichts, was er nicht spielt. Momentan, ich, äh, er freut sich auch sehr auf das äh, Dark Souls DLC. Ähm, er spielt natürlich Mass Effect Andromeda und ähm, ja. Da das schaut packe er mal ich auch rein. Daumen drauf. Der ist äh, wirklich super. Approved. Trump approved. Ich schließe mich hier. Ich hau mich jetzt mit der Blutgage rein. Ich muss von diesem Haarthema ablenken. Übrigens, Leute, ich habe Vincent lieb und ich ziehe ihn damit nur auf, okay? Ich, mir ist es egal, wie er rumläuft. Er ist nur neidisch, trotzdem. dass er Haare hat. Ha! Das mit, das ich habe halt Geheimratsecken, Entschuldigung. Ja, ey, entschuldige ich mal bitte, ich habe auch Geheimratsecken, wenn ich man das mal sehen will hier. Ja? Massenhaft, deswegen habe ich die aus hier. On, okay, on point. Ähm. <laughs> Ich habe mir Crafted Workshop rausgesucht, Leute. Ein äh, super netter Mensch aus äh, Amerika, der mit äh, Holz allerhand Dinge bastelt und das erklärt. Wirklich sehr detailliert. Er geht auf die Werkzeuge ein, mit was man das machen könnte, was man überhaupt nicht braucht, weil er ist, äh, äh, er ist diesbezüglich äh, doch sehr gut ausgerüstet und er baut wirklich so schöne Sachen. Die, ich muss sagen, ich habe mich wirklich verliebt. Ich bin durch Zufall dort hingekommen, weil ich so einen Gaming-Schreibtisch gesucht habe und äh, der baut echt richtig, richtig gute Sachen. Also wer mal so ein bisschen ausspannen möchte und sich so ein bisschen für Handwerk interessiert und einfach mal so ein bisschen was gucken möchte, Crafted Workshop ist, äh, ist wirklich eine sehr gute Adresse. Der ist Schniege. Möchtest du, Wins? Ich mach, ich mach, das passt gerade zum Thema. Ähm, weil mein Content Creator of the Week ist es, oder ist es of the Month, of the Week? Nee, Wiggy. Aller Zeiten für dich. Ja. Alle Aller Zeiten für okay. Du bist ja nie wieder hier. Aller Zeiten für mich. <laughs> du kommst äh, ja äh, nie wieder. <lacht> nee. <lacht> Wenn du da bist, sicher nicht. <laughs> so, äh, ist äh, Roger Webb. Ähm, und Roger Webb ist tatsächlich ein äh, etwas älterer Herr. Der sehr viel Aufmerksamkeit auf YouTube bekommt. Und ich bin zufällig auf ihn gestoßen, ähm, als ich äh, auf der Suche nach, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich, was ich gesucht habe, aber herzlich willkommen im Internet. Man findet Dinge, die man eigentlich nicht sucht. Ähm, er drechselt aus alten, altem Holz, was eigentlich nicht mehr zu verwerten ist, ähm, Vasen, Schüsseln, Schalen und so weiter. Und ich bin da wirklich eines Tages dran hängen geblieben und habe mir das bestimmt schon zehn Stunden angesehen in meinem Leben weil es einfach super super interessant ist, was man aus dem so Holz und äh, einer Drechselbank alles machen kann und äh, zum Entspannen wirklich richtig angenehm. Das ist komplett clean der Content, also er spricht in einem äh, ja ganz ruhigen Ton und so weiter und dann fängt er an mit ruhiger Musik seine Stücke Holz zu bearbeiten und das fand ich wirklich sehr schön und das ist mir so in Erinnerung geblieben. Ich habe auch jemanden, der sehr äh, handwerklich begabt ist, unter anderem ähm, den neuen Stern am Streaming-Himmel sozusagen. Nein, das wäre vielleicht schon noch übertrieben, aber sie hat gerade erst angefangen, die liebe opa -Lied, Heißt sie eigentlich, ich nenne sie Opalith, aber eigentlich heißt sie Opalied. Äh, hat vor zwei Wochen, glaube ich, erst mit, mit dem Stream angefangen, hat direkt auf die Kacke gehauen, hat ein Greenscreen, gutes Mikro, alles, was man braucht. Und macht auch richtig, richtig guten Content. Also, sie nimmt sich Zeit für den Chat. Ähm, sie macht Creative Streams, wo sie wirklich richtig gut bastelt. Also, das kann sie auch richtig gut. Äh, sie spielt aber auch Spiele wie zum Beispiel Stardew Valley ähm, oder Rimworld. Und ähm, ist halt jemand von den Leuten, die wirklich den Chat die ganze Zeit lesen und dann auch mal das Spiel pausieren, um ein bisschen zu quatschen. Und das mag ich eigentlich mehr als die Leute, die den Chat. Nichts liegen lassen und die ganze Zeit nur sich aufs Spiel konzentrieren. Also da kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr ihre Anfänge direkt von jetzt an sehen wollt, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal reinschnuppern. Bei ihr wird auch mehr geschrieben als bei Slabby. Also Slabby liest ja auch nicht mehr so viel, aber Eben. das passiert halt durch Zelda. Da schreibt ja keiner. Eben. <laughs> ich finde das so gut. Slabby, mit dir macht das echt viel Spaß. ich finde ich find das gut. Ich habe versucht, böse zu gucken, aber ich kann nicht. Okay, ich komm, nicht hier. Einfach zu gern. komm. 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 Hau sie. Ja, ist zu slabby. Und irgendwann du fängst du dann selber an, Zelda zu spielen und wirst in meinen Armen liegen. Also ich glaube, bevor ich Zelda spiele, da, da würde ich, glaube ich, lieber Roast yourself acht Stunden, also mich selber <laughs> acht Stunden verarschen. <lacht> <lacht> Aber du, Slappy, glaub mir, glaub mir, um, um mich jetzt wirklich selber in die Pfanne zu hauen, um den Leuten zu beweisen, dass ich das nicht böse meine, ich glaube, wenn ich selber spielen würde, dann wären erstmal 5000 Leute weniger da und dann würde auch keiner schreiben, außer er macht den Scheiß aus. Okay, Slappy ist nicht so schlimm. Ich sag tschüss. Ich fange ja mal an. Dankeschön, dass ihr alle da wart. Ähm, ich mache jetzt keine Schleichwerbung, das macht Vincent wahrscheinlich nachher gleich. Äh, irgendwie. Danke, dass ihr alle da wart. Es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, Dankeschön, Vincent, für diesen wundervollen Einblick. Selbst ich habe noch Dinge äh, gelernt, muss ich sagen, obwohl ich damit äh, recht e affin war äh, vor, vor langer Zeit. Äh, dankeschön, dass du hierher gekommen bist und dir Zeit genommen hast. Ich weiß ja, du hast immer viel zu tun. Ähm, dankeschön an alle, die von Nate auch hier waren, äh, Skaas und dein ganzes Team. War schön, euch mal zu lesen und euch zu bannen. Ähm, <laughs> ich habe dich trotzdem lieb, wenn wir uns irgendwann sehen. Verstehst du, High Five. Nimm das nicht so, <laughs> nimm das nicht so böse. Um, ich bin heute richtig in Schusslaune. Mein Stay hat echt schlechten iPhone. Ja. Den muss ja. ich da erstmal anrufen. Wo ist mein Problem? <laughs> Entschuldigung, Leute. Um, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Uh, seid fleißig, schlagt schon Community-Themen vor. Um, uh, das könnt ihr sowohl bei, bei mir im Twitch oder Curse machen oder bei Hashtag Plankenschlag bei Twitter. Schön, dass ihr da wart. Gehabet euch wohl. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und uh, folgt den wunderschönen Menschen, die heute da waren, auf allen Social-Media-Plattformen. Es lohnt sich. Wirklich. Auch bei Slabby. Auch bei mir. Auch und damit sage ich auch Tschüss. Es war mir eine Freude, dich kennengelernt zu haben, Vince. Ja. Ähm, war ein sehr angenehmer Plankenschnack, muss ich sagen. Hat mir viel Spaß gemacht, mal so ein bisschen die Seite des E-Sports mitzubekommen, weil ich habe ja eigentlich überhaupt gar keine Ahnung. Das heißt, ich bin da total als Außenstehender dran gegangen und äh, hat mir so ein paar Eindrücke zumindest, äh, sagen wir mal, ge äh, gegeben. Ähm, war ein sehr, 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 sehr guter Schnack. Von daher danke an alle, die zugeschaut haben. Danke an alle, die auch hinter der Kamera, ähm, vor der Kamera, wie sagt man, Hin dahinter, alle, die hier dran mitgearbeitet haben. Und wir sehen uns dann in zwei Wochen. Danke, Slebby, ja. das habe ich vergessen. Dafür bin ich da. Schön war's. Sorry, ich bin gerade etwas da sein. Ja, ich merke schön, war's. Schön, oh. schön war's. Schön war's. Ähm. Danke fürs Dasein, Vince. Danke, dass du da warst. Ich meine, meine Tabletten lassen nach. Ich merke das gerade. Ähm, schön war's. Es war schön. Bis zum nächsten Mal. <laughs> ich, 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 ich überlebe dann das Schlusswort. Also vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch mit euch. Und ähm, ja, ich, also wenn irgendwann mal wieder was zum Thema Esports kommt, oder? Auch andere Themen. Ähm, ich komme gern wieder, auch wenn ihr das nicht wollt. Ähm, und äh, ja, bedanke mich bei allen für die Aufmerksamkeit zum Thema E-Sport. Und ähm, beende die Show mit den Worten Peace, Love and Harmony. Live, Love, Love. Tschüss! Wir haben Beweise. Vincent kommt wieder. Tschüss! <laughs> du musst länger wegen für den oh. Tschüss! Oh, oh, oh. <laughs> Auf Wiedersehen!